Oh nee, was denn das? Hast du mir schon gedacht? Wie komme ich denn hier raus? Das ist ja ein Irrenhaus. Herzlich willkommen zur Sommerausgabe von Verstehen Sie Spaß mit den besten Filmen des vergangenen Jahres. Heute zum ersten Mal aus dem virtuellen Studio. Das ist großartig, das Studio hat mehr Apps als mein Smartphone. Ich konnte mir zum Beispiel aussuchen, welchen Hintergrund ich mir runterladen möchte. Das Modell, so tapezierten unsere Vorfahren. Oder Sommer, Strand und Sonnenbrand. Oder lieber doch klassisch. Ich habe mich für die dritte Variante entschieden und für die knapp 20 besten und lustigsten Filme des letzten Jahres. Darunter viele Filme mit prominenten Opfern und Lockvögeln, zum Beispiel mit Bernd Stelter, mit Harald Glöckler, mit Cindy aus Marzahn und mit Tatortkommissarin Maria Furtwängler. Los geht's jetzt aber mit einem Film, bei dem ich den Lockvogel gespielt habe. Viele Deutsche trauen ja dem Euro nicht mehr und wollen die gute alte D-Mark wieder haben. Wir haben uns natürlich um das Problem gekümmert, direkt da, wo sich die allermeisten Deutschen ihre Euros besorgen, in der am Geldautomaten. Ich hab's geschafft, ich hab Karriere gemacht, ich bin Bankdirektor, zumindest heute. Bei der neu gegründeten Verstehen Sie Spaß oder wie wir sagen VSS Bank. Und das hier ist unser erster Geldautomat, ein Prototyp. Und das Schöne an der VSS Bank ist, im Gegensatz zu anderen Kreditinstituten, arbeitet hier der Chef noch selbst. Money. Mal sehen, wie unsere Kunden auf den Geldautomaten der VSS Bank reagieren. Geht los. Was ist denn das hier für ein Automat? Ist ein normaler EC-Automat, oder? Wieso? Was der mir gerade rausgeschmissen hat. Was ist das denn? Das sind Drachen. Das sind Drachen, ehrlich. Das gibt's doch nicht, oder? Wir kamen jetzt da raus. Ja, jetzt da gerade raus. Meine Karte steht da noch drin. Was haben Sie eingegeben für eine Währung? Nichts. Standen 250 Euro und habe ich 150 Euro drauf. Wieso Drachen? Meine Karte steht noch drin. Wieso Drachen überhaupt? Da ja, rufen Sie doch mal da. 24 Stunden rufen wir. Haben Sie Handy? Ach, sowas habe ich auch noch nie erlebt. Nee, kann ja nicht, weil wir, verstehen Sie Spaß, jetzt erst in der Stadt sind. Hallo. Ja. Die VSS-Banken, Thomas Neckerlied ist mein Name. Womit kann ich Ihnen helfen? Hallo? Ja? Hallo, ich stehe hier vor dem EC-Automaten, wollte Geld ziehen und jetzt hängt er irgendwie und er hat eine Drachmen rausgeschmissen. Drachmen rausgeschmissen? Ja. Ja, das ist zur Stärkung einfach der griechischen Wirtschaft, werden eben jetzt auch wieder Drachmenscheine bei unserer Bank gerne an die Kunden rausgegeben. Ja, aber ich will da keine Drachmen haben, ich will Deutsche Mark, Euro. Ich wollte Deutsche Mark haben. Ein Moment, kein Problem, ich muss kurz beim technischen Dienst anrufen. Ein Moment bitte. Um die griechische Währung zu unterstützen, geben wir jetzt auch Drachmen aus. Das Geld kommt da, ich versuche das gerade per Fernwartung anzuweisen. Alles klar. Danke, wenn Sie Probleme haben, können Sie gerne noch mal anrufen. Auf Wiederhören. Ciao. Das spinnt doch echt jetzt. Das ist doch nicht wahr. Das Problem. Der ist ja nicht ganz sauber in der Birne, oder? Wir sind jetzt mal ohne Witz jetzt gerade, oder? Er wird's gleich merken, wir haben nicht nur Drachmen. Was seht das? Ja, grüß Gott, hier ist die VSS Bank. Servus, grüß dich, mein Name ist Thomas Schneider. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen, bitte? Pesetas da rausgekommen, 200 Pesetas. Spanische Pesetas, das ist richtig, ja. Nein, aber in Spanien gibt es auch Euros. Das kann doch nicht sein.
Das ist richtig, aber wir haben ja die Euro-Finanzkrise. Das werden Sie wissen. Die Euro-Finanzkrise. Und deswegen ist seit vorgestern, darf in Deutschland wieder, dürfen europäische Währungen ausbezahlt werden. Nein, und ich habe Euros gewählt. Das ist alles. Nein, das können Sie nicht sagen. Was habe ich an Pesetas? Money! Was ist das denn hier? Iranisch, Persisch, irgendwie sowas. Afghanistan oder was? Ja. Was packen die da denn da rein? Kurze Frage noch. Also, wir hatten afghanisches Geld, der afghanische Afghani, eine durchaus sichere Währung im Vergleich zum Euro. Was hatten wir noch? Britische Pfund? Dann, was ist denn? Ungarn? Ich weiß das jetzt gar nicht. Kongo? Dinar? Dann habe ich nochmal, was haben wir denn hier? Ries? So, das sind eigentlich alles andere Währungen. Ja, das kann sein. Sie wissen ja, es gibt diese Euro-Finanzkrise zurzeit, dass einfach durch die ganzen... Komm, wir hören ja auch mit der Euro-Finanzkrise. Ich gehe hier an Geldautomaten, ich rufe Ihre Nummer an. Also ich will dieses Geld nicht. Ich möchte 100 Euro und meine Karte. Selbstverständlich. Hier kommen Ihre 100 Euro. Ja, hören Sie, Entschuldigung. Ja. Ja, das liegt an der Euro-Finanzkrise, dass die Euro-Scheine eben nicht mehr so zahlreich vorhanden sind. Deswegen wird bei uns eben an der Bank auch Kleingeld ausgezahlt. Ja? Ja, das interessiert mich aber nicht. Ich möchte jetzt ganz gerne meine Karte wieder haben und kein Kleingeld und das nur 1 Cent, 2 Cent und 50 Cent Stücke. Was ist das denn für ein Scheiß? Das sind keine 100 Euro. Doch, das können Sie gerne nachzählen. Wollen Sie mich veräppeln, dass das an einer Finanzkrise liegt? Ich rufe gleich die Polizei an. Wollen Sie mich verarschen? Gucken Sie mal auf den Fußboden. Jetzt schicken Sie... Also der verarschen, das ist irgendein Fake hier. Das sollen jetzt hier 100 Euro sein. Aufgrund der Finanzkrise kriegt der Automat jetzt keine Scheine mehr raus. Euro möchte ich haben. Was soll ich denn mit der Mark machen? Und was soll ich mit Drachmen? Ich möchte jetzt bitte 150 Euro haben. Und ich Drachmen, keine Mark, keine Dinare, gar nicht. Wir zahlen Ihnen das jetzt. Wie viel wollten Sie haben? Ich möchte 150 Euro. Ja. Notiert. Wir zahlen Ihnen das jetzt verdeckt aus. Wie verdeckt? Also. Ist das Geld angekommen bei Ihnen? Tut mir leid gerade, aber jetzt denke ich wirklich, es hockt jemand hinterm Kasten. Also ich habe jetzt irgendwie drei Scheine rausgekriegt und sind schwarz. Ja, dann muss ja Schwarzgeld bei Ihnen auf dem Konto sein, nicht? Schwarzgeld auf meinem Konto? Ohne Witze gerade. Ich möchte jetzt einfach, dass jemand bitte herkommt und aufhört, mich zu verarschen. Hallo. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? Im vergangenen Jahr war wieder keiner vor uns sicher. Wir haben in ganz Deutschland gedreht. Der nächste Film spielt in Frankfurt. Die Stadt trägt ja den Spitznamen Bankfurt, denn klar, hier regiert das Geld. Unser Opfer würde wahrscheinlich eher Krankfurt sagen, denn als wir ihn in einer Autovermietung hochgenommen haben, dachte er, er tickt nicht mehr richtig. Hier, jetzt mal, wenn ich mich ins Auto setze, geht die Klappe auf. Ist das vielleicht mit Druck nach unten irgendwie? Hör da mal auf und nerv mich nicht. Mein Gott, ich mache ja nur meinen Job hier. Das könnte ja der ältere Bruder von Mario Basler gewesen sein, oder? Jedenfalls hat er die Klappe kaum mehr zubekommen. Und zwar die Kofferraumklappe am Mietwagen. Das ist der Parkplatz einer Autovermietung. Und das sind zwei Kunden, die so richtig Spaß haben werden mit ihrem Mietwagen. Hallo. Ach, hallo. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Sie müsste jemand angerufen haben. Ein Herr. Hab ich gerade, genau, der Herr Hiller, habe ich gerade einen Anruf bekommen von ihm. So, das ist Ihr Schlüssel für das schwarze Coupé. Das steht hinten auf dem Parkplatz. Und das hier ist Ihr Ausfahrtticket, ja? Alles klar, tschüss! Gibt's ein Problem? Ja. Das Auto geht nicht auf. In alle möglichen Autos blinken. Wie hat der Mini Cooper wieder geblinkt? Jetzt hat der geblinkt. Da hier, der blinkt doch.
haben Sie einen falschen Schlüssel. Das gibt's. Nein. Der ist jetzt offen hier. Ich bin doch nicht blöd. Wenn niemand behauptet. Gehen Sie einfach mal rein, dann hat die den. Die kann da nicht mit rauskommen, die blinde Kuder. Nein. Geht nicht. Wissen Sie was? Dann komme ich halt mal mit raus. Dann probiere ich es mal selber, okay? Ich darf hier eigentlich nicht weg, aber ich. Zwei Minuten müssen Sie. Mir ist das doch egal. Geben Sie mir mal. Das kann ja nicht sein. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das Problem ist eigentlich. Funktioniert doch. Jetzt geht er. Aber irgendwas müssen Sie ja falsch gemacht haben. Nein! Jetzt kann ich mir egal. Nicht erklären. Aber gut, dann haben wir es jetzt, ne? Jetzt haben wir es. Gute Fahrt. Männer und Autos, ne? Ich geh dir klappen, du. Eieieiei. Ah, steht das. Das ist ein schönes Auto. Alles Mögliche aufs Geld. Ja, sag mal, jedes Mal setz ich mich neu, geh die Heckklappe auf. Was ist mit dem Scheiße hier? Wenn sich hinsetzen, dann hat das. Setz dich noch mal hin. Setz dich noch mal hin, ob's geht. Geht auf. Oh, ja, Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt probieren wir es mal. Probieren Sie noch mal. Hier, geht die Klappe wieder auf. Was machen, welchen Knopf drücken Sie denn da? Überhaupt keinen. Ach, leck mich am Arsch. Was hab ich dann hier erwischt, du für eine Mail? Jetzt geht's doch, oder? So, jetzt machen Sie mal, jetzt drehen Sie um. Okay. Hier, geht die Klappe auf. Falscher Knopf? Muss man da drehen, oder? Gar nichts müsste da. Ja, jetzt läuft er, ne? Jetzt, wenn ich mich ins Auto setze, geht die Klappe auf. Ist das vielleicht mit Druck nach unten irgendwie irgendwas? Das geht's doch. Vielleicht reagiert ihr, wenn sie rein. Nerv mich jetzt auch nicht. Hallo, Sie können doch. Nerv mich doch nicht. Ich kann nicht so fahren. Hör doch mal auf und nerv mich nicht. Ja, wo hat sie jetzt Problem? Wer hupt mir jetzt so? Wir haben da eben gehupt. Wer hupt denn da? Hier ist das meine Hupe. Hallo, warum hupen Sie denn die ganze Zeit? Ah, ich hub doch gar nicht. Hallo, ich hab was nicht soll das denn? Ich hab nicht gehupt. Ja, aber Sie haben doch gerade gehupt, oder? Nein, ich hab nicht gehupt. Der Mann sitzt, ich hab dasselbe Problem mit dem Auto. Der sitzt schon, ich hab nicht gehupt. Lassen Sie mal die Hände oben, damit ich das sehe. Bitte, gehen Sie. Hier. Okay. Das legt mich schon langsam hier am Arsch. Hupen überhaupt nicht. Das Auto aber spinnt. Rein, es spinnt, habe ich doch gerade eben gesagt. Aber die Frauen sind gleich weg. Es geht doch nicht rum, ich hupe doch überhaupt nicht. Ach so, Sie haben gar nicht gehupt. Ich hupe überhaupt nicht. Also können Sie mal aufhören zu hupen? Hier leckst du mich immer langsam am Arsch, ich hupe überhaupt nicht. Aber Sie machen meine Tochter die ganze Zeit nervös durch ihren Hupen. Die ist doch eh schon nervös, die kommt doch überhaupt nicht vorwärts. Ich hupe überhaupt nicht. Das Auto spinnt total rum. Na, geht doch. Lass mal aus hier. Nachzahlung erforderlich. Hier, du, also sag mal, du, langsam hier was. Wie lange gedauert? Müssen Sie nachzahlen? Fahren Sie zurück, die müssen noch andere raus. Sie dürfen. Dieser kommt noch andere. Lass mich doch mal in Ruhe, Freund. Ja, Entschuldigung. Mal 5 Minuten in Ruhe. Ja, aber schauen Sie mal, wenn Sie rausfahren, müssen Sie. Lass hier mich in Ruhe, habe ich gesagt. Klappt's nicht? Es geht schon wieder nicht auf. Dann probieren Sie vielleicht das mal. Schauen Sie mal in die Kamera direkt über Ihnen. Ist
dann herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? Nein, oder? Nein, wirklich. Ich bin sowas von stolz. Verstehen Sie Spaß hat bei YouTube unglaubliche 61 Millionen Klicks. Schauen Sie doch auch mal rein. Wir haben 500 Filme bei uns im Netz, darunter auch etliche mit unserem Lockvogel Kurti. Auch wenn er bereits im Ruhestand ist, hat er immer noch jede Menge Fans. Und die drei beliebtesten Kurti-Filme zeige ich Ihnen heute nochmal. Sie haben abgestimmt, diese 10 Filme standen zur Wahl. Ich finde keinen Parkplatz, ich komm zu spät zu dir, mein Schatz. Trink mein Kaffee und Kuchen an, und Eco-Führung. Danke, James. Willkommen bei Parki, dem automatischen Parkhaussystem. Führen Sie jetzt bitte alle Kleidungsstücke einzeln an meinem Scanner vorbei und sagen Sie laut, worum es sich dabei handelt. Strümpfe verschiedene Farben. Waschkorb 2 bitte. BH, schwarz. Waschkorb 3 bitte. Reizwäsche aufpreispflichtig. Das gibt's doch nicht. Bevor das Zündschloss freigeschaltet wird, ach Manuel, müssen Arschloch. Sie sich identifizieren. Geben Sie nun bitte laut und deutlich und in dieser Reihenfolge Name, Alter, Gewicht, Körpergröße und Geschlecht an. Größe 1,65. Gewicht 56 Kilo. Verfügen Sie über ein Gedächtnis? Ja. Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, es einzuschalten. Bitte lächeln. Herzlich willkommen. Ist dies das Gesicht, das fotografiert werden soll? Ja. Sind Sie sicher? Ja. Haben Sie nicht noch ein anderes? Nein. Bitte stellen Sie mit dem Knopf rechts von Ihnen die Sitzhöhe ein. Bitte lächeln. Was möchten Sie hier? Wir waren noch wohl. Wie heißt das Zauberwort? Bitte. So viel Zeit muss sein. Bitte wiederholen Sie. Was möchten Sie hier? Ich würde gerne den Wagen abholen, bitte. Geht doch. Guten Tag. Ach, herzlich willkommen beim automatischen Schienenübergangsmanagement der Bahn. Was kann ich für Sie tun? Machen Sie mal das Loch da auf. Ich will Deutsch fahren. In welcher Sprache darf ich mit Ihnen kommunizieren? Hier. Sprechen Sie Deutsch? Ich will Deutsch fahren, hopp. Ich kann Sie leider nicht verstehen. Hopp, mach das Ding jetzt auf. Ich will Deutsch. Waschfahrer. Bitte nehmen Sie die Socken aus dem Mund. Bitte überprüfen Sie Ihre Bordkarte. Hier steht von Köln nach Moskau. Das stimmt aber nicht. Das ist korrekt. Über Zürich nach Moskau, direkt nach Fuerteventura. Wie bitte? Ihre Flugzeit beträgt 17 Stunden und 12 Minuten. Mein Name ist Letty, Toy Letty, und ich habe die Lizenz zum Spülen. Wie lange möchten Sie heute unsere Sanitäreinrichtung nutzen? 5 Minuten. Ich brauche länger. Ich bin Tanki, Ihr vollautomatischer Betankungsassistent. Geben Sie laut und deutlich die gewünschte Menge an. 20 Liter. Vielen Dank. Sie möchten 80 Liter Superbenzin tanken. Stopp, zurück. Guten Tag, ich bin Tanki, Ihr vollautomatischer Betankungsassistent. Auf Ihren Wunsch wurde das Programm neu gestartet. Ja. Entspanntes Tanken mit Tanki, Ihrem Betankungsassistenten. Ihre Tanksäule Nummer 5 ist nun freigeschaltet. Ah. Nummer 6. Wir suchen Gäste mit einem gewissen geistigen Niveau. Sie sind dazu ideale Kandidaten. Bitte beantworten Sie folgende Fragen. Nennen Sie 3 Theaterstücke von Goethe. Was? Die Glocke? Das ist ein Gedicht von Schiller. Scheiße! Wie wär's mit 3 klassischen Komponisten? Mozart? Sehr gut. Beethoven? Sehr gut. Van Gogh. Mein nächster Lockvogel ist Bernd Stelter. Er kommt aus der Nähe von Köln und hat ein abgebrochenes Studium in Volkswirtschaftslehre. Damit hat er die besten Voraussetzungen für den Job, den er bei Verstehen Sie Spaß übernehmen sollte, Taxifahrer. Ja, und genau so haben wir den Bernd zurechtgemacht. Er hat seine Fahrgäste zielsicher dahin gebracht, wo wir sie haben wollten. In den Wahnsinn.
Entschuldigung, haben Sie ein Taxi bestellt? Hatten Sie ein Taxi bestellt? Da fährt er vor, Bernd Taxi Stelter. Er sieht zwar nicht so aus, aber er weiß, was sich gehört und hält seinen Fahrgästen sogar die Türe auf. Super, danke. So, die Adresse war nochmal bitte. Lindenweg 49 in Köln. In Köln. So. Was hat man gesagt? Stresemannplatz oder Straße? Was war das? Stresemannplatz 9. Stresemannplatz 9. So, sprachgesteuert. Navigation. Der Navigator liegt bei Bernd im Kofferraum. Die Route wird berechnet. Wann müssen Sie da sein? Was haben die gesagt? Sofort. Die Route ist berechnet. Immerhin. Nach 10 Metern bitte links abbiegen. So. Mal zusehen, dass wir nach Köln kommen. Dann müsste klappen. Aber ich kenne mich hier auch nicht aus. Nach Möglichkeit bitte wenden. Ja, ich bin doch dabei, Kollege. Oh nein. Jetzt haben wir die ganze Zeit im Kreis. Scheiße. Die Route wird neu berechnet. Ja, wir sind doch gerade vor Ort gekommen. Du hast gesagt wenden. Ich wende. Und dann habe ich gewendet und sagst du, die Route wird neu berechnet. Kerl, du bist doch ein Kamel, du. Kollege anrufen kurz. Ja, hier ist Manni. Gunther, was war? Ja, super, super. Ja, ich meine, ich fahre heute nur bis 2 Uhr. Ich fahre nur bis 2 Uhr, weil ich bin ja heute Morgen um 5 schon angefangen. Ja, die Autobahnbrücke ist ja zu, deswegen fahren wir so. Ja? Ich möchte gerne die Stelle, aber können wir bitte ein bisschen schneller fahren? Ein bisschen schneller? Ja, kann ich dich gleich zurückrufen? Eigentlich darf man ja auch beim Fahren gar nicht telefonieren. Ja, ich rufe dich gleich zurück. Deswegen habe ich hier angehalten, damit ich nicht... Ja, ja, ne? So. Wir müssen weiter. Können Sie das nicht Kartoffeln, machen? Wie viel? 2 Pfund, 3 Pfund Kartoffeln bringe ich mit. So. Aber Gerlinde, ich muss jetzt arbeiten, oder? Tschüss. So, jetzt müsste hier hinter dem Dings, da müsste gleich dieser Gemüsestand kommen. Da könnte ich die Kartoffeln mitbringen direkt. Wollen Sie jetzt so Kartoffeln kaufen gehen? Ja, hast du doch gesagt. Soll ich das für Sie ganz schnell machen? Dann haben wir es schnell hinter uns. Ja, das kommt hier gleich. 2 Pfund Kartoffeln. Und ein bisschen beeilen, du willst ja schnell sein. Ne? 2 Pfund Kartoffeln? 2 Pfund Kartoffeln, ja. Ich hoffe, du bist dabei. Ach Gott, immer diese Verzögerungen, wa? Hallo? Ja, der ist jetzt ausgestiegen. Der ist jetzt ausgestiegen und holt irgendwelche Kartoffeln. Ich glaub das einfach nicht. Wo bin ich denn hier? Und wieder ein Kilo Kartoffeln. Der holt irgendwelche Kartoffeln. Ich glaub, ich sehe nicht richtig. Meine Güte. Und ich hab noch gesagt. Und ich sag ihr noch, ich muss fahren. Nein, ja, aber jetzt bitte durchfahren. Jetzt ja, geht's ganz schnell. Echt Druck und Stress. Ich gebe jetzt sofort richtig Gas. Nach 50 Metern bitte links abbiegen. Hör mal, die Frau, die ich im Auto habe, die muss dringend nach Köln. Ja. Mann. Was machen Sie denn da? Sie brauchen noch Blumenkohl. Ja, das ist mir jetzt scheißegal. Sie können euch ihre privaten Sachen jetzt hier auf dieser Fahrt machen. Aber das ist meine... Holen Sie das dann bitte hinterher. Das ist meine Ehe. Was soll ich denn machen? Ja, aber das ist doch jetzt nicht mein Problem. Das ist doch nur ein kleiner Blumenkohl. Ja, aber das ist doch jetzt nicht mein Problem. Fahren Sie doch bitte nach Köln und holen Sie es dann da. Ey, das glaube ich nicht. Wo bin ich denn hier? Ich kann dann nachher nach Köln fahren. Ich habe dann nachher Feierabend. Ja, aber Sie können doch nicht in Ihrer Arbeitszeit irgendwie einkaufen gehen. Hat der einen Blumenkohl da? Gucken Sie mal. Meine Fresse, nein, der hat keinen Blumenkohl da. Warte. Das glaube ich nicht, ey. Das ist mir jetzt scheißegal. Fahren Sie bitte. Ja, ich war ja jetzt. Oder?
glaube ich nicht. Kann die nicht selber irgendwo zum Supermarkt gehen? Die hat doch zwei Beine. Ich kann doch selber zum Supermarkt. Ja, aber die hat zwei Beine und ich habe das Auto. Deswegen sagst du, ich ja, mein Gott, ein Spaziergang tut jedem gut. Chef, du sollst jetzt endlich Gas geben. Ja, und hier steht Tempo 30. Was soll ich denn machen, Junge? Und Achtung, bitte benutzen Sie nun die Autofähre. Was für eine Fähre? Achso, da müssen wir jetzt auch auf die Fähre drauf. Wir fahren jetzt mit der Fähre rüber. Wir fahren jetzt über die Fähre? Ja. Mit der Fähre fahren wir? Ja, natürlich. Gibt es keine Brücke? Es gibt eine Brücke, die habe ich heute. Mal, wie oft muss ich dir das denn erzählen? Ich habe alles im Griff auf dem Sinken. Das juckt den gar nicht. Der ist jetzt ausgestiegen und füttert irgendwelche Vögel. Kraft voraus auf das nächstbeste Riff. Aber kann mich bitte einer von dieser Fähre abholen? Das ist doch nicht normal. Ich bin hier voll in der Freakshow. Das glaube ich nicht. Kann man nicht in der Taxizentrale anrufen und vielleicht mal sagen, dass der Typ sich nicht auskennt? Das glaube ich nicht. Wir haben alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Jetzt brauchen wir noch exakt 10 Minuten, oder? Habt ihr gesagt? Ja, so jetzt nur noch 5 eigentlich. Ja, dann schaffen wir das noch eben. Moment. Ich muss jetzt so dringend Pipi machen, ich kann das nicht. Ich bin aber sofort wieder da. Ne? So. Was ist das für ein Tier? Der ist richtig geil, Norbert. Den gibt das gar nicht, was wir sagen. Ne? Wir sagen ihm, fahr mal ganz schnell, er fährt nicht. Wir sagen ihm, bla bla, er bleibt stehen, telefoniert. Ja, ich bin jetzt weg, ich muss 2 Kartoffeln kaufen. Ich war noch nie in meinem Leben bei so einem Taxifahrer. Ja? Der Typ geht jetzt pinkeln. Der hält hier an und geht jetzt pinkeln. Ja. So, jetzt geht's sofort los. Ich fahre einen 30 Tonner Diesel und bin jeden Tag auf Tour und gebe da mein Bestes. Tag für Tag rund um die Uhr. Das wäre ein Job für mich gewesen. Chefe, du musst Entertainer werden. Du musst nicht hier Taxifahrer. Entertainer ist dein Job. Los geht's. Wenn möglich, bitte wenden. Ich bin am Wenden. Können wir jetzt nicht wieder zurückfahren? Ja, er hat doch gesagt, fahren Sie Richtung Köln, das ist mir jetzt egal. Das kann doch nicht sein. Aber Sie müssen sich doch auskennen, wenn Sie hier Taxi fahren. Aber doch nicht in Leverkusen. In Köln kennen wir aus. Wir sind doch in Köln. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich hier nicht aus. Aber ich raste echt gleich aus. Jetzt hält der hier an. Der hält jetzt irgendwo hier an. Der hält hier an. Bei irgendwelchen... Hallo, wollt ihr reinkommen? Wollt ihr eben mitfahren? Hallo Miri. Hallo. Hi. Vanessa. Sind zwei Frauen eingestiegen? So. Ich weiß, wo fahren wir jetzt hin? Nach Köln fahren wir, ja. Und wir müssen zur Arbeit. Der Mann, die will uns unbedingt dahin fahren. Wir hatten nur einen Zehner. Es sind schon 32 Euro auf dem Tacho. Jetzt nimmt er noch 2 Prostituierte mit. Was? Ich weiß es nicht. Aber jetzt hält die Polizei. Jetzt hält die Polizei uns noch an. Jetzt hat die Polizei ja, das ist, weil du wieder zu schnell gefahren bist irgendwo bestimmt. Wir müssen arbeiten. Ist nicht schön. Steigen wir bitte alle aus. Achtung! Du hast einfach so 2 Nutten reingesetzt und jetzt halt die Bullen uns an. Der Taxifunkzentrale, es wird ein Taxifahrer gesucht. Achtung, es hat sich ein maskierter Mann ein Taxi entwendet im Großraum Köln. Leicht korpulent, 1,90 Meter groß, tariertes Hemdmütze. Kollegen, wenn ihr irgendwo diesen Taxifahrer seht, gebt bitte umgehend der Zentrale Bescheid. Hey, Chef, ja? Komm mal, hey, bleib mal chillig, hallo, bleib mal chillig, hey. Hallo, kam gerade Funk kam da durch, ja? Der Typ ist Taxi-Abzieher oder so. Rede mal mit ihm. Bart auch? Ist sie echt? Der Bart auch echt? Was ist das denn? Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Kennen Sie den? Was ist denn jetzt passiert? Was ist jetzt? Da ist die Kamera. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Eine Umfrage hat ergeben, 5% der Deutschen haben Angst vor Spinnen.
Ich schließe daraus, 95% der Deutschen lügen bei Umfragen. Denn mal ehrlich, Spinnen findet doch niemand toll. Bei Frauen soll die Angst sogar genetisch bedingt sein. Genau wie Schuhe kaufen. Und die Männer, ja, die sehen 8 behaarte Beine lieber in einer 4er Abwehrkette als an der Zimmerdecke. Wie unser Film beweist. Entschuldigung? Ja? Ich brauche einen Tierarzt für meine Vogelspinne Peter. Einen Doktor fürs Peterle. Entschuldigung, ich bin auf der Suche nach einem Tierarzt für meine Vogelspinne. Ist nicht schlimm. Oder wissen Sie, wen ich fragen könnte? Weil ich... Hey! Was? Welche Richtung? Weil ich komme nicht von hier. Entschuldigung. Vorsicht, nicht, nicht. Ja, ist, warten Sie, ganz ruhig sitzen bleiben. Ganz ruhig sitzen. Warte. Wo ist sie denn? Seht ihr sie? Huch! Upsa! Upsala! Hat's gepiekt? Nein, überhaupt nicht, aber der Schrecker tut mir natürlich. Dankeschön. rutsch du ruhig hinten raus, ich mach das eben. Kein Problem. Alles gut! Hey! Ich hab sie. Oh, ich hab sie schon. Alles gut. Ich bin auf der Suche nach einem Tierarzt. Irgendjemand sagte mir, hier gegenüber soll irgendeiner sein. Ja. Du musst zum Arzt. Das ist der Peter. Das ist nicht schlimm. Wo ist sie denn? Oh mein Gott! Wo ist denn diese? Wow, wo ist denn diese als Königin? Sie sagt, die lebt doch noch nicht. Ich suche einen Tierarzt für die Spinne. Ich bin gespannt. Fantastisch-Spinne. Manchen Gestalten möchte man am liebsten nie begegnen. Zum Beispiel dem Gerichtsvollzieher, dem Sensenmann oder dem Hells Angel, dem man gerade aus Versehen die Harley umgekippt hat. Aber es gibt auch Menschen, die sieht man immer wieder gern. Sie hier zum Beispiel. Wie, die kennen Sie nicht? Das glaub ich nicht. Sie ist einfach überall, zum Beispiel bei Bauer sucht Frau, auf dem Traumschiff und natürlich auch bei Verstehen Sie Spaß. Inka Bause ist für uns an die Grenze gegangen. Nicht an ihre eigene, sondern an die holländische. Ich bin Inka Bause. Quatsch. Lilly von Empel. Ich bin Mitarbeiterin des niederländischen Ministeriums für Verkehr und ich überprüfe heute hier an der innereuropäischen Grenze zwischen den Niederlanden und Deutschland, ob die Neuregelungen der Flensburger Verkehrsdatei auch wirklich eingehalten werden. Genau da, wo es früher Grenzkontrollen gab, winken Inkas Kollegen jetzt deutsche Autofahrer raus. Sehr schön, wunderschönen guten Tag, Van Ellen. Wir sind vom niederländischen Verkehrsministerium. Sie haben sicherlich von dem neuen Abkommen zwischen den Niederlanden und Deutschland gehört. Jetzt können auch die Niederländer Punkte verteilen an deutsche Autofahrer. Ich würde jetzt gerne mal Ihre Papiere haben wollen und würde gerne wissen, wie viele Punkte Sie in Flensburg haben. Gar keinen. Keinen einzigen. Sie können von den Niederländern Punkte erhalten, wissen Sie das? Keinen einzigen. Und lasse das jetzt mal jetzt von den deutschen Kollegen überprüfen, ja, ob sie auch wirklich keinen Punkt haben. Ja, danke. Denn deutsche Punkte haben jetzt auch in Holland Konsequenzen. Wenn Sie Punkte in Flensburg haben sollten, dann müssen wir das Auto markieren mit Punkten zur Verkehrssicherheit der Niederländer. Wir möchten einfach wissen, mit wem Sie es zu tun haben auf der Straße. Ja? Und in unserem Computer, was haben wir denn da? Findet sich natürlich immer was. Unser aktueller Stand, haben Sie 8 Punkte. Ich kann keine Punkte haben. Also, ich krieg doch keine Punkte, wenn ich mal falsche Parker. 6 Punkte sind eingetragen im Zentralregister. Oh, 6. 6 Punkte, sechs meine Punkte Damen. 6 Punkte in Flensburg. Da ist einmal was gewesen, das war in Berlin. Da bin ich mit dem LKW. Das ist doch aha, da wird doch schon ein Schuh draus. Das sind ja 30 Jahre her.
30 Jahre her? Ja, das gibt's doch nicht. Haben Sie den damals abgebaut, den Punkt? Ja, das gibt's doch ja nicht. 18 Punkte. 80. Dann beginnen wir mal mit der Kennzeichnung, weil das hatten wir lange nicht. Nee. Ja, es geht um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer in den Niederlanden. Und da Sie 4 Punkte haben, fahren Sie ab und zu vielleicht mal ein bisschen sportlich oder unkonzentriert oder unbedacht. Und deswegen wird jetzt einfach Ihr Auto gekennzeichnet für alle Verkehrsteilnehmer. Kinder, Radfahrer, ältere Mitbürger. So große Dinger kriege ich jetzt. So, wir kleben jetzt 8 Punkte auf Ihr Auto. Da kleben wir jetzt 8 Punkte da drauf. Ja. Machst du das bitte richtig fest? Also, es ist jetzt nur für die Niederlande. Sie werden jetzt. Ist das nicht Ihr Auto? Doch. Das ist mein Auto. Na klar. Ja, nein. Das geht ja wieder ab. Nein. Ja, es ist ein Gesetz. Wir sind vom Ministerium für Verkehr aus den Niederlanden. Und da können Sie jetzt Nein brüllen, wie Sie wollen. Ja, ich fahre aber nicht mit Punkten am Auto rum. Ja, das ist aber zum Schutz der niederländischen Verkehrsteilnehmer. Ja, ich habe doch keinen Käfer. Ja, aber es sieht jetzt ein bisschen so aus. Aber ich bin jetzt auch nicht zu Scherzen aufgelegt. Sie können froh sein, dass Sie überhaupt noch fahren dürfen. Ja, wie soll ich jetzt was sehen? So, das war's. So, wir haben jetzt noch ein was für Sie. Das ist die Plakette. Ich bin ein Verkehrssünder, bitte. Die möchte ich noch aufkleben. Was kommt noch? Was drauf? Es kommt noch die Abschlussplakette drauf. So, und so kann das jetzt jeder von ganz weit weg, auch hier im Nebel heute, erkennen, dass Sie also Ein Verkehrssünder sind. Ja, so leid, wie mir das tut. So ist es. Da müssen Sie nächstes Mal ein bisschen aufpassen. Nein, ich mache Ihnen doch keine Vorwurf. Wir machen überhaupt keinen Vorwurf. So. Aber jetzt kennen Sie die neue EU-Aktion. Ja, das dürfen Sie doch aber nicht lassen. Ja, na, Ihre Frau muss ja nicht sehen beim Fahren, oder? Ist das vollkommen in Ordnung. Mehr als 2/3 der Sichtfläche dürfen nicht abgedeckt werden. Das ist schon absolut korrekt. Das Blinklicht noch, aber dann haben wir es. Wir wollen die beiden Damen jetzt hier aber auch nicht belästigen. So, mein Kollege bringt jetzt ein Blinklicht an Ihrem Auto. Das ist auch leicht ablösbar. Das können Sie sogar Ihren Enkelkindern oder Kindern schenken. Aber an, wir sind ja nicht dafür da, um Sie in irgendeiner Form hier zu ärgern. Wie wäre es denn Ihnen, wenn auf Ihrem Auto rote Punkte wären und da steht, ich bin Raser? Also ich erkläre Sie gerne nochmal. Ja? Es soll ja auch ein bisschen wehtun. Es ist dafür da, die anderen vor Ihnen zu warnen. Weil wenn nur ein weißes Auto kommt und Sie wissen, dass Sie 18 Punkte haben, nützt das dem Radfahrer, dem Kind der alten Dame in der Ortschaft gar nichts. So sind die aber gewarnt vor Ihnen und halten entweder Abstand, steigen vom Rad, gehen nicht über die Straße, weil Sie wissen, da kommt ein Raser, ein Verkehrsrüpel. Wir machen jetzt mal den Verkehrstest. Das ist Wildwechsel. Nein, das ist eine spezielle Form. Ja, das ist, wo mehrere Tiere jetzt über die Straße springen. Das ist doch aber klar, aber das ist doch Wildwechsel. Nein, das ist nicht Wildwechsel. Das ist Wildwechsel in der Brunftzeit. Guck mal, am besten können wir mich abführen. Ich mach's da nein, das wollen mit. Wir ja um Gottes Willen ich mach gar nicht. Mal mit, der nein. Hier. Also der Punkteabbau hat nicht geklappt. Nee, das ist gut, der brauchen wir nicht. Ich habe keine Punkte. Können Sie mir das jetzt noch mal erklären? Also Sie müssen definitiv in Deutschland zum Idiotentest. Sie machen sich bitte Notizen, meine Herren. Holst du mal bitte die Helme raus? Nee. Also jetzt wird es zu spannend. Nee, jetzt mach ich das. Nee. Das da ist für Ihre Sicherheit. Ich stehen. Also ich bin 75 Jahre, ich glaube, da wollte ich mich zum Kasten machen. Das ist nur zu Ihrer Sicherheit. Ich kriege keinen Helm an. Nee, kommt überhaupt nicht fragen. Das muss aber sein und. Ja, dann fahre ich eben nicht mehr. Bleibt die Mühle stehen. Aber es tut auch nicht weh und dann haben wir das alle Beteiligten haben das dann hinter. Dazu machen wir noch. Ja, klar, natürlich. Die Freundin bitte auch, sie sind Beifahrerin. Wir müssen für die Verkehrssünderkartei, ich beinahe vergessen, noch ein Foto machen. Kommen Sie einfach bitte mit ran. Ein Foto? Nee, nicht mit Helm. So, und jetzt schauen Sie mal bitte vis-à-vis beide in diesen VW-Bus rein. Ja. Lächeln bitte. Vielleicht kriegen Sie dann einen Punkt weniger in Deutschland. Und jetzt machen wir ein Foto. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Ihr wart grandios. Jetzt mal eine kurze Quizfrage. Was steht vor der Disco und hat kein Abitur? Richtig, ein Türsteher. Das mit dem Abitur würde ich ihm natürlich nie ins Gesicht sagen, denn was zählt schon mein Deutschleistungskurs im Vergleich zu seinem schwarzen Gürtel in Karate?
Türsteher sind ja für die meisten Menschen ein Ärgernis. Aber wir haben einen ins Rennen geschickt, der die Menschen zum Lachen bringt. Sie haben ihn auf Platz 3 gewählt. Hier ist Kurti als Türsteher. Samstagabend zwischen 22 und 23 Uhr. Hier wollen Sie alle rein, denn das ist eine der angesagtesten Diskotheken im Ruhrgebiet. Alle wollen rein, aber längst nicht alle dürfen. Am Eingang wachen die Türsteher. Heute unterstützt von unserem Kurti. Wer hier tanzen will, muss erstmal sein Okay bekommen. Und dafür tut die Disco-Jugend fast alles. Guten Abend. Herzlich willkommen bei Checky, dem automatischen Einlasssystem für Qualitätsdiskotheken. Bitte nennen Sie Ihren Namen. Christine. Bitte nennen Sie Ihr Alter. 18. Bitte nennen Sie Ihre Körbchengröße. Das ist das Einzige, worauf unsere männliche Kundschaft achtet. 75C. Vielen Dank. Wo kommen Sie her? Aus Oberhausen. Dort kennen Sie keine Disco? Ja, doch. Dann hätten Sie lieber dort bleiben sollen und es bei einer dort versuchen. Aha. Sie wollen hier rein? Ja. Warum sollten wir Sie hier reinlassen? Weil wir die absoluten Partymäuse sind. Ist der Kindergarten schon zu Ende? Wir suchen Gäste mit einem gewissen geistigen Niveau. Sie sind dazu ideale Kandidaten. Bitte beantworten Sie folgende Fragen. Nennen Sie drei Theaterstücke von Goethe. Was? Die Glocke? Das ist ein Gedicht von Schiller. Scheiße! Nennen Sie drei Theaterstücke von Goethe. Keine Ahnung. Wie wär's mit drei klassischen Komponisten? Der Komponist ist mir nicht bekannt. Mozart? Sehr gut. Beethoven? Sehr gut. Van Gogh. Machen wir es etwas einfacher. Wie heißt der Hund von Paris Hilton? Tinkerbell. Na also, geht doch. Das mit den Theaterstücken hat ja nicht ganz so geklappt. Haben Sie dafür eine Erklärung? Ja, Theater, Hauptschulabschluss. Sie wissen, hier entscheidet sich, ob Sie reingelassen werden oder nicht. Wollen Sie auch tanzen? Ja, na logisch. Können Sie tanzen? Ja, es geht. Nein. Dann zeigen Sie mal, was Sie so drauf haben. Nein. Ja, dann lass mal was Musik starten. Also. Mit dem Tanzen wird das wohl eher nichts. Sind Sie an Damen interessiert? Ja, auch. Aha. Wie sieht Ihr Beuteschema aus? Egal, nett muss sie sein. Nett? Sie soll nett sein? Ja. Wir überprüfen jetzt Ihre Anbaggerfähigkeiten. Ich setze mir diese Perücke auf und Sie werden mich anbaggern. Stellen Sie sich vor, ich treffe genau Ihr Beuteschema. Bitte baggern Sie jetzt. Wo kommst du her? Ja, wie geht's dir heute Abend? Scheiße, wenn ich das so höre. Ja. Wie soll denn das was werden? Ja, ich weiß ja gar nicht, ob es was wird. Ich bin ja nicht wirklich auf Beute fahren. Aha. Dann gucken wir uns jetzt mal Ihre Kleidung an. Sie meinen, mit dieser Klamotte können wir Sie reinlassen? Ich hoffe. Vergessen Sie's. Sie müssen eins von den Clubshirts tragen. Die hängen da drüben. Bitte anziehen. Ich garantiere Ihnen, das funktioniert bei allen Männern. Robin, hallo! Wie fühlen Sie sich in dem T-Shirt? Scheiße! Wir hätten eine Alternative. Disco-Depp, hallo? Fühlen wir bleiben, verdammt, wir wollen da rein! Wie fühlen Sie sich heute Abend? Männlich. Aha. Um Sie etwas runterzubringen, bitte ich Sie, für den Rest der Befragung das Tütü anzulegen. Nehmen Sie das Blaue.
sich jetzt? Schwuchtel. Bitte wie? Ach, wie eine Schwuchtel. Es steht Ihnen aber ausgezeichnet. Nachdem das eben mit dem Tanzen ja nicht so gut funktioniert hat, probieren wir es jetzt noch einmal. Sie haben meine letzte Chance. Sehr gut. Und so müssen Sie jetzt in die Disco gehen. Haben Sie damit Probleme? Nein. Sehr gut. Dann lassen Sie das Tütü auch bitte an. Nee, oder? Ja, doch, oder? Aber warum? Weil uns das so gut gefällt. Aber das ist doch keine gehobene Klasse. Aber es passt am besten zu Ihnen. Wie lange muss ich das tragen? Na, zumindest die erste Dreiviertelstunde. Laufen da noch mehr so rum? Es laufen alle so rum. Echt? Ja. Also. Dann ziehe ich das an. Ja, wusste ich's doch. Jetzt noch eine ganz grazile Bewegung. Ausfallschritt. Sehr schön. Und wissen Sie was? Jetzt kommen Sie nicht nur in die Disco, sondern auch in die Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß? Herzlich willkommen. Ich. Ja, Sie. Habt ihr gewusst, dass ich heute komme? Natürlich. Woher? Herzlich willkommen in der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß? Was wäre eine Best-of-Sendung ohne den einen oder anderen Film aus der Rubrik Der hat's verdient? Bei dem hier hat sich eine Ehefrau an ihrem Gatten gerecht. Der Mann saß zwar nicht in dem Auto, aber bei der Geschichte ist ihm trotzdem ganz schön heiß geworden. Für den nächsten Film aus unserer Rubrik Die oder Der hat's verdient habe ich mich wochenlang intensiv vorbereitet mit einem Russischkurs an der Volkshochschule. Denn meine Komplizin, die unbedingt ihren Mann reinlegen möchte, ist waschechte Russin. Здравствуй, Дарья. Здравствуй, Гидо. Ja, damit sind meine Russischkenntnisse auch beendet. Gott sei Dank sprichst du hervorragend Deutsch. Dankeschön, obwohl ich eigentlich aus Sibirien bin. Ja, und da hast du den Gunther dann kennengelernt? Ja, genau. Er war damals da in einer Geschäftsreise. Mhm. Und so nach halbem Jahr bin ich nach Augsburg gekommen zum Studieren. Ah, okay. Und so als kleinen Liebesbeweis möchtest du den Gunther jetzt für Verstehen Sie Spaß reinlegen? Ja, weil er ist ein typischer Deutscher und ich bin eine echte Russin. Und deswegen gibt es zwischen uns eine Differenz, die mich manchmal nervt. Er nervt mich. Und das Tolle ist, dass du direkt eine super Idee für einen Film mitgebracht hast. Dankeschön. Und zwar möchte ich sehr gern sehen, wie er reagieren wird, wenn er erfährt, dass ich keine Studentin bin, sogar eine russische Spionin. Ja, das ist eine super Idee. Kann ich mir gut vorstellen, sowas wie der neue Agenten-Thriller Daria 008 in Liebesgrüße aus Augsburg. Augsburg, 19.38 Uhr. Günter Krüger verlässt das Firmengelände seines Arbeitgebers. Er freut sich auf den Feierabend. Zu früh. Herr Günter Krüger? Thomas Kahl, guten Abend. Verfassungsschutz, hallo. Ja, grüß Gott. Wir haben mal diese Variante gewählt, weil es besser ist, als wenn wir Sie zu Hause abholen müssen. Ja, aber sehr gerne, bitte. Wir bräuchten mal Ihre Zeugenaussage in einem internationalen Fall, den wir gerade ermitteln. Und würde Sie da noch mal bitten, uns zu begleiten? Well, 14 Minuten später ist der Zielort erreicht. Für Günter Krüger wirkt das Szenario absolut authentisch. Schwere Limousine, höfliche, aber bestimmte Agenten und vermummte SEK-Beamte. Seine große Frage ist, was wollen die von mir? Dann nehmen Sie bitte Platz. Rauchen Sie? Was zu rauchen? Wenn ich darf, gerne. Ja, selbstverständlich. Zigaretten bei? Nee.
Na, hab ich bei. Klar hat er keine eigenen Zigaretten. Günther Krüger ist seit Jahren Nichtraucher. Meine kleine Zigarette, unser nächster Rendezvous. Ich träum so vor mich hin und denk, ich hätte einen Besuch und das wär's. Guten Abend, Herr Krüger. Mein Name ist Rand vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Gut. Sie werden sich wahrscheinlich fragen, warum Sie hier sind. Ganz kurz, Sie sind nicht als Beschuldigter hier, sondern als Zeuge. Es geht um Industrie, Spionage, ganz kurz, um Ihre Frau. Stimmt es, dass Ihre Frau am 3. November 1983 in Ust-Ilimsk in Sibirien geboren wurde? Richtig. Das stimmt. Mhm. Und das ist ja auch so, nach dem Uni-Abschluss ist Ihre Frau ja dann nach Irkutsk gezogen, ne? Richtig. Das ist richtig. Ja. Okay. Und können Sie sich vorstellen, dass Ihre Frau für den russischen Geheimdienst arbeitet? Also ich habe keine Erkenntnisse, dass sie für den russischen Geheimdienst arbeitet. Also mir ist nie etwas dermaßen aufgefallen. Gut. Ist Ihre Frau in letzter Zeit öfter verreist? Sie war meines Wissens noch nie außerhalb Russlands. Okay. Mhm. Thomas, die Fotos. So, geht los. Beweisfoto Nummer 1, 20. April 2011, St. Petersburg. 28. Mai 2011, London. Erkennen Sie Ihre Frau auf dem Foto? Ja. Gleiches Datum? Ja. Gut, 4. Februar, auch diesen Jahres. Ich habe ja gar keinen Führerschein. Das ist doch einen russischen Führerschein. Ja, aber... Die haben doch auch Autos, die Russen. Aber ich bin ja mit ihr Auto gefahren. Das war eine Katastrophe. Absolut anfängerhaft und tölpelhaft. Ja, was heißt denn das? Also, das heißt, sie fährt sehr, sehr vorsichtig. Sie kann nicht richtig kuppeln. Sie kann nicht richtig schalten. Das Auto stottert und so weiter. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Waffen im Schrank oder irgendwie? Überhaupt nicht. Gar nichts? Nein, gar nichts. Gar nichts. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir werden ja Adler 8, die Leitung nach draußen steht. Wir haben Bildkontakt nach draußen. Mhm. Herr Krüger, heute Abend trifft sich Ihre Frau mit einer Zielperson. Wir kennen den Ort und in Kürze wird dort eine Übergabe stattfinden. Das können Sie hier alles live im Monitor sehen. Sie kommt. Ja, mit. Da kommt sie, da ist sie, ja. Kennen Sie den Wagen? Nein, überhaupt nicht. Da ist sie. Das ist genau der Sportwagen von Ihnen. Das ist der Sportwagen. Da ist sie. Schauen Sie. Weiterlaufen lassen, auf jeden Fall weiterlaufen lassen. Stopp, aus. Die läuft uns aus dem Ruder jetzt. Das ist sie. Das ist ja eindeutig Ihre Frau. Zugriff machen, aus dem Ruder jetzt. Bleib bei ihr drauf, bitte, bei ihr drauf bleiben. Wir sind unterwegs. Die Kamera bleibt auf ihr, bitte. Scheiße, wir verlieren sie, aber sie fährt perfekt. Das kann nicht sein, dass sie weg ist. Also wenn Sie den Platz überwachen... Rufen Sie bitte ganz schnell nochmal Ihre Frau an, sofort, bitte. Hallo? Ja. Dariska, was machst du? Nichts, ich gehe nach Hause.
Du gehst nach Hause. Ich will auch nach Hause. Da ist klar, warst du in London? In London? Ja. Wie kommst du da drauf? Weil ich ein Bild von dir habe aus London. Weißt du was, ich glaube, wir müssen reden. Das glaube ich auch. Ich komme, ich bin gleich da. Tschüss. Sie ist schon hier. Ja, verstanden. Was kommt jetzt? Jetzt kommt sie her. Ihre Frau? Ja. Kommt hierher. Und dann? Da bin ich ja gespannt. Wie kommt ihr her? Ja, dann ist sie hier bestellt. Und siehst du? Ich muss mich entschuldigen bei dir. Ich führe ein Doppelleben. Ja, komm, ist das jetzt ernst oder was ist das? Ich arbeite für Geheimdienst. Was? VSS, Geheimdienst. Du bist ein Russin. Wovon redest du dein Land? Ja, komm, ist das jetzt ernst oder ist das Spaß oder was ist jetzt hier? Das ist Spaß. Grillen, da bin ich ja typisch, Mann. Dafür lasse ich wirklich alles stehen. Ich habe bis heute übrigens nicht verstanden, warum es noch keine Damenparfums mit den Geruchsnoten Nackensteak, Barbecue oder Grillanzünder gibt. Da wäre ich ganz wuschig. Aber es gibt ein paar Stellen, liebe Grillfreunde, an denen man nicht grillen sollte. An Tankstellen zum Beispiel oder in der Sauna. Die Schluchtensauna. Hier bin ich richtig. Hallo. Sir, können Sie vielleicht mal die Uhr? Dankeschön. Wir sind in der Sauna. Angelika, ja, hallo? Ja, hallo. Versteh dich nicht, sprich mal lauter ein bisschen. Hab mich sowas schon mal gesehen? Hallo? Ist ja wohl eine Frechheit. Du hörst mich nicht, warte, Moment, hier hinten habe ich besser einen Empfang. Ja. Ja, wir aber schon, das ist unser Problem, hallo? Was möchten Sie? Würden Sie bitte zum Telefonieren rausgehen? Wir hätten gern eine Ruhe gehabt. In der Sauna. Das Büro bitte wäre vor der Tür. Ich lege gleich auf, ich bin gleich weg. Kleinen Moment, ja? Ja, bitte. So, jetzt, ja, ich habe dich nie verstanden, da hat sich jemand beschwert. Hallo? Ja, nicht zu Unrecht, denke ich. Was? Ja, hallo? Ich, ein bisschen verstehe ich dich jetzt besser. Wir sind noch in der Sauna und nicht in einem Büro. Wir hätten da gern unsere Ruhe. Entschuldigen Sie bitte, es geht also, gleich vorbei. Ich habe hier schon mal an dem Tier ein Telefon mit in die Sauna. Ist ja wohl. Klein Moment. Nein, also das Verzeihung. Geht nicht. Das tut mir leid, das geht ja, überhaupt nicht. Hallo? Moment, ja. Da hat sich eine ältere Frau aufgeregt, ja. Ja, danke. Ja, ich. Die ältere Frau kriegt jetzt drei Füße. Ja. Hier ist besser so? Hier, mehr. Jetzt? Ja, jetzt, was ist das Problem eigentlich? Das Problem haben gleich wir alle miteinander. Ich bin in der Sauna und ich kann nicht. Nicht mehr lange. Hallo. Kleinen Moment. Also, wenn das jetzt nicht aufhört, dann müssen Sie leider raustragen. So geht das überhaupt nicht. Ich hab doch. Wir sind in einer Sauna, in keiner Telefonzelle. Das geht überhaupt nicht. Verzeihung, ich hör jetzt auf. Verzeihung, ist. Dann passt. War wichtig halt. Ja, wichtig, das kann man vor der Tür machen.
Strange. Ha? Strange. Ja. Sie wollten ja Chili-Öl aufgeben. Ja. Was soll jetzt das bitte werden? Ich grill mir meine Würstchen. Ja, wir haben da jetzt keine Würstelbude. Wir schwitzen zwar selber, aber die Würstchen, die werden da drinnen nicht verschwitzt. Das ist keine Küche hier. Eine Sauna. Das ist mein zweites Frühstück. Ja, das Frühstück machen wir aber nicht in der Sauna. Wie wär's? Na, danke. Einmal anschnappen? Ja. Na, dann esse ich die halt. Mahlzeit. Mmh. Na, danke. You're not interested. No. I'm interested in asking that lady if it is allowed here to eat. Gut. Möchten Sie was? Danke. Ich brauche kein Würstchen. Schönen Abend, der macht mir nichts los. Einmal? Na, danke. Er schmeckt wunderbar. Na, danke. Mit Senf? Na. Einmal. Soll ich eine Bulette machen? Wir haben noch Schinkenknacker. Ja. Käse, richtig super. Wollen Sie ein bisschen, soll ich Ihnen einen Hamburger machen? Na, danke. Geben Sie mal mir die rechte Hand. Herzlich willkommen. In der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß. Ja. Vielleicht wird sich ja der eine oder andere von Ihnen noch erinnern. Es gab Zeiten in Deutschland, da hieß die Bundeshauptstadt noch Bonn. Ja, Eintracht Braunschweig war deutscher Meister und Fernsehen war schwarz-weiß. Klar, lang ist's her. Und als ich klein war, wurde das Fernsehen dann bunt. Vor allem, wenn Klein Guido an der Fernbedienung gespielt hatte. Wer dachte, greller wird's nicht, der hat sich getäuscht. Denn dann kam Cindy aus Marzahn und plötzlich war alles genau so. Für die einen ist Cindy eine XXL-Barbie mit Kleidergröße Hartz IV. Für mich ist sie einer der charmantesten und lustigsten Lockvögel des vergangenen Jahres. Wir haben dafür gesorgt, dass nach ihr eine Straße benannt wurde. So wie Goethe die Goethe-Allee hat, Schiller die Schillerstraße und Dieter Bohlen die Sackgasse. Wir sind in Erftstadt bei Köln. Eine gutbürgerliche Wohngegend mit properen Eigenheimen. Die Häuser sind Privatbesitz, aber die Straßen hier, die werden verkauft. Meistbietend an Prominente. Der erste Verkaufserfolg wird gleich mit einem Straßenfest gefeiert. Und sie hat den Zuschlag erhalten. Cindy aus Marzahn. Die Freude ist groß, nicht nur bei der rosa Schönheit aus Berlin. Auch unser Klaus, der einen verantwortlichen Beamten der Stadt spielt, ist in Feierlaune, weil der Verkauf ein hübsches Sümmchen in die klamme Stadtkasse gespült hat. Liebe Cindy aus Marzahn, herzlich willkommen in unserer wunderschönen Stadt Erftstadt. Applaus für Cindy aus Marzahn. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist zur feierlichen Enthüllung. Und wir ersparen uns lange Worte. Bitte schreite zur Tat, die feierliche Enthüllung. Bitte schön.
mal auf. Ich kann ja nicht reden. Ja. Toll. Also, liebe Erfstädter, wirklich vielen, vielen Dank, dass ich jetzt hier wirklich eine Straße ersteigern konnte und dass ihr halt wirklich mich jetzt auch unterstützt, dass ihr ein bisschen was bezahlt auch für die Straße, dass ihr mich unterstützt. Ich freue mich wirklich hier zu sein und ich kann nicht. Also ich würde halt vorschlagen, dass sie einfach mal vorfahren und gucken und die Bürger informieren und ich werde vielleicht jetzt hier noch ein Sektchen trinken oder zwei und dann komme ich nach. Tag, Heilbrock ist mein Name vom Ordnungsamt. Ja. Sie werden ja wahrscheinlich schon gehört haben, dass sich am 10. August vieles ändert. Das ist in der Bertolt-Brecht-Straße. Was soll sich denn ändern? Einfach noch mal kurz die Information für Sie. Dann sehen Sie nämlich auch gleich, wie die Straße jetzt heißt. Senior. Das ist doch die Komikerin, oder? Genau, und die hat das ersteigert. Also die hat die Straße für 111.000 Euro ersteigert. Also so ein, Entschuldigung, Quatsch. Okay. Ach so, wie heißen wir jetzt? Das ist aber jetzt nicht Ihr Ernst. Kennen Sie die Dame? Na klar kenne ich die. Ja, und wer ist es? Ja, das sind die aus Marzahn. Richtig, und Sie wohnen ab sofort nicht mehr in der Gemünderstraße, sondern in der? Nee, das glaubt das einfach nicht. Sind die aus Marzahnstraße? Ehrlich jetzt? Sind Sie jetzt gegen die Beschlüsse oder ist das ein Problem für Sie? Finden Sie das? Aber warum? Problem für mich. Aber warum? Nee, weil ich die Frau nicht mag und... Also ist nicht Ihr Typ? Nee. Dicky, also hier, der gute Mann ist von der Stadt hier. Wer heißt denn immer jetzt? Guten Tag, Sie sind Bertolt-Brecht-Straße, Kollegen. Cindy von Marzahnstraße, die hat die Straße. Schauen Sie mal. So, und dann würde die Eigentümer, ist die Eigentümer, die Cindy von Martin, diese Komikerin, ja. Die hat das Ding für 100.000 gekauft. Also, das ist ja DDR-Zeiten sind, was die Stadt mit uns macht, die Politiker. Das gibt Ärger. Und auch nicht, tun sie alle zusammen jetzt und muss man eben sehen. Oh, wer kommt denn da? Wer kommt die Alte? Ist sie? Ja. Ist die Alte da? Hallo, guten Tag. Tag. Ja, ist ja echt schön. Cindy aus Marzahnstraße, finde ich super. Toll. Wir finden das super. Tagchen. Cindy aus Marzahn, hallo, so, guten Tag. Warum nicht? Nee. Wenn Sie mal das, ich bin 47 Jahre bei der Stadt Köln gewesen. Ich kenne mich mit dem Jahr Straßenbereich schon alles aus. Ja. Also das ist ein Witz, dass mittlerweile die Stadt alles verkauft oder was. Haben Sie das mit der Schranke schon erklärt? Also man kann es ja schon so machen, weil ich möchte ganz gerne, dass... Also wir haben keine Schranke noch dahin. Man hat mal jeder einen Schlüssel gekriegt oder was. Also wir haben die Hausnummer noch nicht anbringen können. Ich hatte gerade der Bürgerin erklärt, dass die Hausnummer erhalten bleibt, ja? Ja. Wir sind dankbar, dass die Frau Cindy aus Marzahn das ersteigert hat. Es hätte schlimmer kommen können. Wie meinen Sie das jetzt? Nein, ich meine, es hätte jemand ersteigern können, der Bürger ist und unbekannt. Problem ist natürlich, Sie kennen sich ja aus. Daraus ergibt sich einfach auch eine Straßennutzungsgebühr. Muss ich Ihnen auch mal zeigen. Das heißt, dadurch, dass die Straße privatisiert wurde und ersteigert wurde... Das ist ein Witz, ist das. Aber was sind denn 30 Euro? Moment, wenn Sie, vorne an der Straße... Wenn ich nicht so gut, eine gute Stellung gehabt hätte, dann würde ich jetzt auch wie alle anderen einmal Hunger nagen. Und nur weil ich ein Haus habe, aber Sie machen doch die Schranke in Zukunft. Sie können doch in Zukunft, Sie sind der Erste, den wir ansprechen. Und ich finde, dadurch, dass Sie sich auskennen, können Sie doch vorne das mit der Schranke... Gibt es da woanders? Woanders werden so Böller hingestellt, da kannst du nicht durchfahren. So ist denn jemand, der sich um die Schranke... Wie komme ich denn rein? Muss ich die Böller immer auf Seite tragen? Nee, Sie dürfen... Nein, da kommt eine Schranke hin. Dafür sind Sie zuständig. Also ich finde die Bettensteuer und so war schon eine tolle Sache in Köln. Aber das ist ja das Wort hast du nie. Jetzt sind wir hier hingezogen. Tolle Tier für meine Straße, finde ich super. Sie hätten ja in Berlin eine kaufen können. Nee, das macht ja jeder. Nee, Sie können uns vielleicht gleich ein bisschen, weil wir stellen gleich noch so einen Merchandise-Stand, kommt da noch hin, weil ich habe mir überlegt, dass wir ein bisschen investieren in die Straße. Hallo, einmal sind die und noch viel mehr. Man kann ja zum Beispiel pinke Blumen pflanzen. Das ist ja alles, kann man ja alles machen. Also das würde ich dann schön, dass das alles so ein bisschen
Ja, aber nur bis hier vorne hin. Da ist Grundstückseigentum von mir im Grundbuch. Ja, aber da können wir uns einigen. Das ist ja, Sie sind, meinen Sie, so einfach kann man sich einigen? Also, könnt ihr die Statue denn mir auch bringen, bitte? Wie in unseren Vorgarten. Wir können gar nicht. Aber nicht in den Vorgarten bei mir. Na, hier so, kommt so. Die könnt ihr hier so reinstellen? Nein, kommt nichts rein. Das ist Privateigentum und da gehen Sie nicht dran. Das ist Privateigentum, das ist Grundstückseigentum. Stellt das hier so ran. Genau, stellt es einfach hier so vor der Dings hin. Das ist ja Straße. Also Sie können sich nicht immer. So ein bisschen in mein Garten, mein Haus, meine Statue. Hier ist das Straßenschild. Ach, wie schön, ja. Also ich halte es schon mal. Hausschild. Hier ist ein T-Shirt. Darf ich wirklich behalten? Das erste Haus hat meine Statue. Ich bin auch ein bisschen stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das steht Ihnen super. Ich habe auch noch hier. Kriegt auch nicht jeder. Ja, den kriegen Sie von mir geschenkt, weil Sie wirklich die Erste sind. Das ist aber toll. Das steht Ihnen super. Das sind meine echten Haare. Und ungeschminkt ist nicht so schön. Und ich finde, Sie konnten wenn Sie meine Mutter das sieht jetzt super, aber ich finde, Sie sind 60 Jahre, ich bin 21, passt das vom Halter her ideal. Ja, würde ich mich freuen drüber. Cool. Prima. Können Sie das vielleicht noch so? Ja, super. Haben Sie denn Lust, auch mal zu einer Fernsehsendung zu kommen? Ja. In der ARD zum Beispiel zu einer? Klar, ich gucke ja Olympiade gerade. Olympiade, da gehen wir beide nicht hin. Ich würde Sie einladen zu Verstehen Sie Spaß? Ja. Mhm. Ich hab's mir schon gedacht. Hat sich gedacht. Ich hab's mir schon gedacht. Ja, das ist gut, ARD 2015. Verstehen Sie Spaß? Nein. Herzlich willkommen! Maria Furtwängler, die beliebte Tatortkommissarin, hat sich in diesem Jahr zum ersten Mal auf die Theaterbühne gewagt. Und zwar in Berlin. Ein Tor würde der Moderation gut tun. Danke. Maria Furtwängler wurde von den Kritikern und vom Publikum regelrecht gefeiert. Nur das Interview vor der Premiere, das ging so richtig schön daneben. Tatort Berlin Kurfürstendamm. Maria Furtwängler auf dem Weg zu ihrem neuen Arbeitsplatz. Demnächst läuft hier der Broadway-Klassiker Gerüchte, Gerüchte. Und kein Gerücht. Maria Furtwängler wird zum allerersten Mal Theater spielen. Heute steht der erste offizielle Fototermin an. Wir sind mit von der Partie, denn wir haben ein exklusives Interview mit ihr. Ja, genau hier wird Maria Furtwängler gleich sitzen. Und sie wird ein Interview erleben, das sie so schnell nicht mehr vergessen wird. Und dabei helfen können mir natürlich nur großartige Lockvögel. Und die sind hier, Klaus. Achim Winter als Interviewer. Bist du fit für deinen Auftrag? Ich bin total aufgeregt, aber es geht los. Du schaffst das. Toi, toi, toi. Ich bin kurz in die Regie und wir sehen uns gleich. Viel Spaß. Hallo, guten Tag, herzlich willkommen. Guten Tag. Achim Winter, schön, dass Sie da sind. Ja, guten Tag. Das ist der Wolfgang Kodermann, unser Fotograf, der ein paar Fotos machen wird. Ja. Wir haben uns eine sehr schöne Kulisse ausgedacht, hier vielleicht direkt im Zuschauerraum. Okay, wenn Sie reinsetzen? Möchten. Ja, wenn es geht. So. Ich bin in meiner Regie angekommen. Das ist normalerweise die Garderobe hier im Theater in Berlin. Und wie in jedem bekannten Theaterstück hören die Schauspieler natürlich auf den Regisseur. Und das bin heute Gott sei Dank ich. Achim, wenn du mich hören kannst, bitte huste mal. Ja, so, das kann ich, glaube ich, legen. Wunderbar, dann tut mir eingefallen, fang mit den Fragen an, aber ganz harmlos. Wir kennen Sie als Kommissarin Charlotte Lindholm im Tatort. Und jetzt wagen Sie vom Fernsehen, von der Großaufnahme quasi, den Weg auf die Bühne. Wie kommt das? Ich habe mir das immer schon gewünscht und ich habe immer schon, ich habe aber einen Mordsrespekt davor. Film ist ja ein viel intimeres Medium, viel reduzierter. Was glaube ich noch? Bisschen langweilig, ne? Oder? Ja. Jetzt kommt dein großer Auftritt. Marc ist 8 Jahre alt. Einer der jüngsten Lockvögel in der Geschichte von Verstehen Sie Spaß. Und du kommst jetzt einer der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen super nah. Maria Furtwängler. Wer ist denn das? Ja, ist egal. Du gehst jetzt rein zu deinem Papi, ja, und nervst die blonde Frau ein bisschen. Ich habe Lust auf diese Truppe, auf die Santinis. Ich habe Lust auf die Kollegen, mit denen ich da spiele. Und ich habe Freude an einer Komödie. Papa? Auf der Toilette gab es kein Klopapier. Oh Gott, das ist ja unglaublich.
Weißt du was, dann geh mal Richtung Frauentoilette. Sag mal schön guten Tag, das ist mein Sohn Marc. Ich bin alleinerziehender Vater und ich muss ihn leider jetzt mitbringen, weil Susi, der Babysitter, sich verspätet hat. Ja. Hör mal, geh mal wieder raus. Lass mal, gib mir noch 20 Minuten. Ja? Nein. Warum nicht? Weil es da draußen so langweilig ist. Gut, dann geh mal bitte jetzt hier irgendwo, dann setz dich mal hier irgendwo in die Reihe rein, ja? Und entschuldige, das ist jetzt wirklich absurd. Der Babysitter, die Susi, sollte eigentlich um 15 Uhr hier sein, hat sich verspätet. Du musst dann, pass mal auf, weil er noch Fotos macht, da musst du dich, glaube ich, nach da vorne setzen, weil dann bist du nicht im Bild. Wie findest du das? Keine Lust. Das wäre ungehörig, ja. Klaus Peimann, der Intendant des Berliner Ensembles, sagte mir gestern in diesem Zusammenhang, dass die Basis die Voraussetzung für das Fundament ist. Sind Sie auch dieser Ansicht? Ich glaube, und das klingt unglaublich gut, die Basis ist die Voraussetzung für das Fundament. Was ist der Unterschied zwischen Fundament und Basis? Tante, darf ich auch ein Bonbon haben? Du, das ist kein Bonbon, das ist so ein salziges Hals, Marc, eine Halspastille. Halt den Ball, jetzt bitte den Ball mal flach. Spiel dein Spiel und lass uns jetzt ansonsten in Ruhe. Ja? Kannst du mir dann auch das Salzige geben? So? Marc. Nee, kann ich nicht. Gott. Ich hab gar keins mehr. Das ist ja furchtbar peinlich. Oh Gott, also ja, ich mach einfach mal weiter. Ich hoffe, jetzt sei einfach mal still. Es gibt keine Bonbons jetzt mal, ja? Gut. Aber es gibt am Eingang welche. Am Eingang? Kannst du welche suchen? Ja, genau. Aber jetzt hör mal zu, verhalte ich jetzt ganz ruhig, ja? Und danach gibt's ein Bonbon. So. Ich bin jetzt die Susi. Entschuldigung. Ah, die Susi. Hallo, Susi? Was ist denn? Wo bist du denn, verdammt nochmal? Na, die Susi. Wer kommt? Der Tom. Der Tom. Also der Tom kommt jetzt und löst mich hier mit Marc ab, ja? Okay, verstehe, alles klar. Also das ist jetzt ein bisschen, für mich ein ganz bisschen schwierig jetzt im Moment. Aber bitte, okay, also der Tom kommt. Gut, du hast es gehört, Marc. Ja, es kommt gleich der Tom hier. Und dann gehst du mit dem raus, holst dir da die Bonbons und lässt uns noch ein bisschen in Ruhe, ja? Okay, es tut mir wahnsinnig leid. Gut. Also wir waren jetzt bei dem Das Interview plätschert ein wenig, meines Erachtens sehr oberflächlich. Es wird Zeit, in die Tiefe zu gehen. Achim, wie wäre es mit folgender Frage? Wie kann das heutige Boulevardtheater denn der kastriert, elektrischen und tripolar spekulativen Formel des Fernsehens mit Entropie entgegnen? Ja. Und kann das heutige Boulevardtheater denn der kastriert, eklektischen und tripolar spekulativen Formel des Fernsehens mit Entropie begegnen, meiner Meinung nach? Ich würde mal sagen, das klingt gut, was Sie gesagt haben. Ja. Also es geht jetzt ein bisschen in die Theatertheorie, natürlich auch rein in Berlin, ganz klar. Da wird ja immer mit hoher Anspruch gestellt ans Theater. Das jetzt kommt eine Frage, die hat mir Lukas Podolski eingeschickt. Ich denke, Lee Strasberg, der große Schauspiellehrer, verlangte von seinen Schauspielern, dass ihre Gefühle wie die Primzahlverteilung der Struktur des Universums als lebendiges Gewebe wahrhaftig aus sich herauswuchern lassen sollen. Was halten Sie davon? Also ich habe mir diese Frage extra machen lassen. Doch, ich habe mir die Frage machen lassen von unserem Kulturredakteur. Sie verarschen mich. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass diese Kultursachen oft, mir geht es ja selbst so, wenn ich die AZ lese oder sowas, dass ich oft denke, okay, es gibt im Theater... Sie machen sich lustig über mich. Nein, würde mir nie einfallen. Sie machen sich lustig? Nein. Also mit diesen Fragen machen Sie sich lustig über mich. Also haben Sie eine Antwort? Nein. Da wird ein bisschen Kulturmagazin. Ja. Oh. Was denn für ein Kulturmagazin? Ja. Du, Marc? Ich bin ein Babysitter. Komm, Abmarsch, los. Du störst hier. Hallo, Entschuldigung. Dann können Sie sich hier abholen. Wer sind Sie? Sie sind der Babysitter? Sie sind die Tatortfrau, ne? Ja. Von Ihnen würde ich mich auch mal sehr gerne festnehmen lassen. Komm, ich zeig dir mein Moped draußen. Komm, da hast du ein fettes Motorrad. Kannst du aufs Motorrad sitzen. Achso, dann geht es, ja? Du bist ja geil. Okay. Möchten Sie wieder Platz nehmen vielleicht? Ich habe nur 1, 2 Fragen. Ich weiß, du bist wahnsinnig. So. Ja, es gibt ja leider immer weniger große Schauspieler auf den deutschen Bühnen. Ja, das ist ja bekannt. Schließen Sie demnach die große Lücke, die Johannes Heesters hinterlassen hat. Oh, unbedingt. Genau da will ich auch rein. Ja, verzeihung. Können Sie während des Sprechens ein bisschen lächeln? Noch mal lächeln? Ja, weil jetzt habe ich so richtig rangewagt und... Ja, aber zu nah ist ja auch gar nicht. Ja, ich bin ein Opfer der anderen Abteilung in meiner Zeitschrift. Ich werde so ran, ja. So weit rangehen, bis Sie scharf werden. Also man kann damit... Ich bin ein Tor. Schauen Sie, ich heiße nicht Andreas. Ist ja Wolfgang. Ich heiße Wolfgang und bitte Sie einfach... Ich habe noch einen Termin. Verzeihung, einfach nochmal
So ist erotisch und jetzt einfach mal nicht lächeln. Ah, oh. Das ist die Strafe des Herrn. Womit habe ich das verdient? Und jetzt machen wir mal den Blick, bitte. 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 Andreas! Ja, ein sehr langes Interview. Ich muss da, glaube ich, gewerkschaftlich eingreifen. Ich bin ja nicht nur Moderator von Verstehen Sie Spaß, sondern nebenberuflich auch noch Facility Manager. Natalia, danke schön. Oder wie wir hier in der Hauptstadt sagen, Hausmeister. So, auf geht's. So, Freunde, jetzt ist langsam Schluss mit lustig. Wegen Veronika Ferres und Theater machen. Ich hab hier gewerkschaftliche Pause, wa? Jetzt reicht's. Feierabend. Ich höre schon gar nicht mehr auf. Ich werde wahnsinnig. Wie komm ich denn hier raus? Das ist ja ein Irrenhaus. Viertel nach sechs ist Schluss, weißt du? Oh, ich werde verrückt hier, Lisa. Das kann ja nicht wahr sein, Abend. Also können wir langsam mal fertig werden. Wir machen das wichtigste Interview meines Lebens. Da müssen Sie ein bisschen Rücksicht drauf. Vielleicht kann ich ein Autogramm kurz hier drauf haben von Ihnen. Ja, das wäre ganz schön. Sehr gerne. Ja, herzlich willkommen. Wir waren ein Kaffee heute. Herzlich willkommen. Ja. In der Ferne kann ich verstehen, wie ich frage. Wir bleiben in Berlin, aber wir wechseln das Theater. Jetzt sind wir im Bundestag. Die Bilder sind echt. Nur der Ton kommt von den Kollegen von SWR 3 Late Night. Pierre M. Krause und Andreas Müller. Sag mal, hast du gehört, dass die Dick und Doof noch einmal neu verfilmen wollen? Mhm. Also, ich werde mir das angucken, wenn es im Kino kommt. Mhm. Aber vorher gehen wir doch mal was essen, gell? Mhm. Hier ist die neue Unisex-Kreditkarte. Da kann Mann eine Feuchtigkeitscreme kaufen und Frau ein Kasten Bier. Auch oben in der Kantine? Ja, auch oben in der Kantine. Okay. So, was ist denn jetzt hier los? Uzi, was machst denn du hier? Ach, Entschuldigung, Angela, sitze ich auf deinem Platz? Nein, nein, bleib ruhig sitzen. Da muss ich nicht neben Westerwelle hocken. Hock dich ruhig wieder hin. Dankeschön. Ja, gut, Mann, du bist aber heute wieder drauf, du. Weißt du, ich kann heute einfach keine lila Blusen mehr sehen. Ja. Hey, pass auf, Philipp. Du bist jetzt bei Verstehen Sie Spaß. Grinz mal, albern, ja. Und wink blöd in die Kamera. Ah, ja. Okay, genau so. Einer der größten Träume der Menschheit ist es, fliegen zu können. Dabei ist das doch so einfach. Man braucht nur ein Ticket nach Mallorca zu buchen, mit dem Fallschirm aus dem All zu springen oder aber man konzentriert sich sehr, sehr gut. Very good. Ja, das ist herrlich. Ich kann sogar Autos durch die Gegend fliegen lassen und das ganz ohne Om. Messe Freiburg. Ein Autotransporter und eine klare Aufgabe für zwei Lkw-Fahrer. Da steht unser Lkw. Der muss dringend hier rausgefahren werden. Wenn Sie einmal kurz überprüfen würden, wie viele Fahrzeuge drauf sind und die einmal kurz zählen für mich, dass ich auch weiß, dass alles seine Richtigkeit hat. Na mal 2, 4, 6, 7 Stück. Genau. Jetzt mache ich noch ein Foto einmal, dass ich da auch sicher bin, dass das alles stimmt. Wenn Sie einmal mit drauf sind, gehen Sie mal einmal ein Stück zurück, bitte. Dass ich auch drauf habe, dass alle 7 Fahrzeuge drauf sind. Wunderbar, das hätten wir. Noch mal kurz zum Verständnis. 7 Fahrzeuge sind drauf. 4 oben, 3 unten. Hinten ist noch ein Platz frei. Da fehlt ein Wagen. Den haben wir in der letzten Halle. Den müssen Sie noch aufladen. Also bitte einmal hier raus, nach links und wieder links. Dann empfängt Sie dann meinen Kollege. Dann bitte den Wagen schnell aufladen und dann können Sie losfahren. Alles verstanden. Also bitte einsteigen und rüberfahren. Danke. Beide Lkw-Fahrer bekommen exakt die gleichen Anweisungen. Komm dann gleich rüber. Beeilen Sie sich. Aber egal wie willig die zwei sind, sie haben keine Chance, es der strengen Chefin recht zu machen. Denn eins der 7 Autos auf dem Transporter gehorcht nur diesem Mann und seiner Fernbedienung. Mit einer großen Lücke auf dem oberen Ladedeck verlässt unser Transporter die Halle 1. Der Fahrer ahnt noch nichts davon, aber das wird sich gleich ändern. Warum haben Sie jetzt den silbernen Wagen abgeladen?
Da sind ja gar keine Siebe drauf. Sie sagen zu mir sieben Stück. Was haben Sie denn gemacht? Warum laden Sie denn einen ab? Wo habe ich ihn abgeladen? Da fehlt doch einer. Ich bin raus. Drüben steht ein silberner Wagen. Wir haben doch gerade extra gemeinsam noch gezählt, wie viele Wagen Sie drauf haben. Ja, da waren sechs. Sie haben mir noch gesagt, ich soll das zählen hier. Ja, sieben, sehen Sie. Und wo ist er? Ja, wo ist er? Ich hab ihn Sie haben ihn abgeladen. Was? Ja, werden Sie wohl abgeladen haben oder nicht? So offensichtlich. Kein Auto abgeladen? Ich komme gerade in die Halle rüber, wo Sie gerade losgefahren sind. Ja. Und da steht ein Wagen. Ich habe gesagt, Sie sollen hier einen aufladen. Schauen Sie doch. Ja, ich habe nichts abgeladen. Ich bin da hierher gefahren. Schauen Sie, da fehlt ein Auto. Da war gerade noch. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich sag's ja auch gerade. Ich habe nichts abgeladen. Ich habe den nicht abgeladen. Aber er steht doch drüben in der anderen Halle. Ich lade jetzt den. Sagen Sie mal. Und da verschwinde ich. Da bin ich gerade wieder außerirdisch. So kommt es mir auch langsam vor. Was? Ja, was? Wir haben doch vorhin extra noch ein Foto gemacht. Soll ich es Ihnen zeigen? Glauben Sie es mir nicht? Ja, zeige Sie mal das Foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da sind Sie sogar noch mit drauf. Lassen Sie uns gemeinsam rübergehen. Ich zeig's Ihnen. Da ist er doch. Da war nicht da gestanden. Sicher? Ja. Da stand der LKW, den haben Sie doch gesehen. Soll ich das Foto noch mal zeigen? Wie erklären Sie sich, dass er dann jetzt hier steht? Das ist mir wurscht. Sie sehen ihn doch hier stehen. Ja, aber ich hab nichts abgeladen. Ich schwör's Ihnen. Ja, entweder bin ich jetzt total geistesgestört oder ich weiß auch nicht. Ich bin losgefahren, hab kein Auto abgeladen. Wo der LKW steht, steht jetzt ein 1er BMW. Sie träumen. Ich hab das Auto nicht abgeladen. Da können Sie machen, was Sie wollen. Kommen Sie, wir gehen zurück und holen den LKW. Und? Habt ihr das gefunden? Ich habe ihm jetzt mehrmals das Foto gezeigt. Ja. Das Foto interessiert mich nicht. Ich habe nichts abgeladen. Du musst dir vorstellen, das eine habe ich 7 Autos drauf. Und dann bin ich rausgefahren in die nächste Halle rein. Und dann habe ich nur 6 Autos drauf. Nein, du bist bei Außerirdischen bist du. Gehen Sie bitte mit. Sind Sie ruhig. Dann fliegen Sie noch raus. Okay. Also, in Ordnung. Ich fahre schon hin und ich fahre das nein. Achten Sie auf dieses Auto hier. Davon haben wir in der anderen Halle auch einen Doppelgänger. Und den fliegen wir unseren Truckern jetzt auf den freien Platz. Ja, zurück, noch zurück. Weiter, 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 weiter. Und stopp. Stopp, danke. So, sind wir drin. So. Weißt du, was komisch ist? Wir haben schon wieder einen mehr drauf. Wie? Ja. Wie kommt das? Haben wir wieder aufgeladen oder was? Ich habe noch gar nichts gemacht. Oh nein! Warum haben Sie denn jetzt das braune Auto aufgeladen? Weißt du schon, was ich sagen soll? Ich auch nicht mehr. Wieso? Wir haben darüber gesprochen, dass Sie bitte hier wieder herfahren. Und ich habe nichts von Wagen aufladen gesprochen. Was machen Sie? Jetzt müssen wir wieder rüberfahren, drüben wieder abladen, weil der in die andere Halle muss. Aber den müssen wir auch mitnehmen, von dem her passt ja. Nein, eben nicht, den silbernen. Ach, gut. Zwei verschiedene Autos, zwei verschiedene Farben. Falscher Wagen. Dann holen wir den anderen, das ist kein Problem. Bitte beeilen. Ja, ist ja gut. Ja. Und natürlich ist der Platz dort oben wieder leer, wenn er drüben in der anderen Halle ankommt. Warum halten Sie sich denn nicht an meine Ansagen? Sie sollten den Braun nicht drüben lassen, drauf lassen. Nee, ich verstehe Sie schon eindeutig. Das ist nicht das Problem. Wo ist dann das Problem? Dass die Autos vor mir weglaufen, glaube ich. Das gibt's gar nicht. Gerade eben stand der drüben, jetzt steht er hier. Wie lange machen Sie den Job schon? Schon länger.
4 Jahren. Das klappt? Ja, ja, das ist jetzt ohne Probleme. Sehe ich. Bei uns klappt's nicht. Kommt ja auch gerade zuvor, ja. Vor allem gibt's gerade eben stand da noch drauf. Ich hab's doch gesehen. Ich verstehe nicht, wie Sie das machen. Aus der Mitte vor allem. Fliegen Sie die runter, oder? Das, mir kommt's bald zuvor, ja. Darf ich Ihnen mal zeigen, wie das geht bei uns? Wie geht's bei euch? Rauf mit dem Wagen. Jetzt werden wir einiges klar, ja. Wie machen wir das? Ich habe jetzt echt gerade gedacht, ich bin zu blöd. Bei Verstehen viel Spaß. Oh, super. Herzlich willkommen bei Verstehen viel Spaß. Früher zu meiner Schulzeit, da waren Perry Rhodan-Heftchen der einzige Weltraumschrott, den man kannte. Inzwischen weiß man, dass im Orbit jede Menge Altmetall rumfliegt, das irgendwann mal Richtung Erde stürzen könnte. Gut, die Chance, dass Ihr Haus oder Ihr Auto mal hier von so einem Teil getroffen wird, ist etwa so groß wie die Chance, dass Till Schweiger aufhört zu nuscheln. Aber es könnte passieren. Um 10.23 Uhr ist die Welt in Leipzig noch in Ordnung. Aber gleich wird es passieren. Wir wissen es, Sie ahnen es, aber die Frau in diesem Taxi hat nicht die leiseste Vorstellung davon, was ihr gleich blühen wird. Ein ausrangierter 6 Tonnen schwerer Satellit wird voraussichtlich in den Abendstunden auf die Erde stürzen. Das wird eine ganz normale Fahrt, denken auch diese beiden Taxifahrer. Aber auch sie erleben gleich ihre Begegnung der dritten Art. Wo die Teile landen werden, lässt sich nicht genau voraussagen. Naja, eigentlich kann man das schon voraussagen. Ich hätte da zumindest einen fundierten Tipp. Aber unsere Taxifahrerin kümmert sich erstmal um ihre Kundschaft, ganz wie es sich gehört. Und während die beiden nach oben gehen, das Gepäck holen, machen wir unseren Satelliten klar. Der stürzt aus dem All direkt in die Sachsenmetropole. Jedenfalls hoffen wir, dass unsere Opfer genau das glauben. Oh nee, was ist denn das? Oh, hallo. Ja, hallo. Das kann doch nicht wahr sein. Nee. Hallo. Da fahren meine nächsten Lockvögel vor. Schwarzes Auto. Aus Russland. Treffen Sie nur Andrei, wunderbar. An der Drometer. Ach, спокойно, не подходите. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Спокойно, спокойно, все нормально. Na, hallo. Дорогие. Wieder. Ich meine... Sprechen Sie unsere Sprache? Nein. Michael, давай помоги немножко. Ich spreche Deutsch. Ja, wir müssen die Polizei holen. Die brauchen Sie nicht Polizei holen? Ich brauche Polizei und Versicherung. Hallo, ist denn hier jemand? Bleiben Sie bitte an dieser Stelle. Dies ist ein Satellit. Hallo, bleiben Sie bitte an dieser Stelle. Dies ich kann hier nicht einfach das wegräumen, das muss ich noch bezahlen. Das ist kein Problem. Nee. Hallo, helfen Sie mir! Hier! Das Ding ist Eisen. Wir haben die abgeschossen auf die Taxe drauf. Wir können ihre Fahrt vergessen. Und jetzt räumen sie alles ab. Oh Gott, ich habe keine Polizei und nicht. Bleiben Sie ganz ruhig. Ganz ruhig bleiben. Polizei mache ich. Ich mache das Bild für die Versicherung und alles. Ich droppe aber die Oma Rasha. Das sie. Doch. Das kann doch nicht wahr sein. Die räumen das hier ab und ich kann nicht mal fotografieren. Moment. Ich kümmere mich. Ich rufe die Polizei, ja? Sie machen Polizei, ist alles in Ordnung. Ich hab ganz... Die haben doch schon abgeräumt, alles. Da haben wir doch keine Zeugen und nichts. Jetzt rob erst mal drei. Der Motor macht dann nichts zu machen.
Warten Sie, kleinen Moment, ich gebe Sie kurz weiter. Mit mir spielen. Hallo. Hallo, gehen Sie bitte. Der Polizeinotruf Leipzig, guten Tag. Hallo. Wer ist denn da bitte? Ja, hallo. Ich bin im Plausisch am Schloss auf dem Parkplatz. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Bleiben Sie bitte mal ganz ruhig. Ich kann Sie überhaupt gar nicht verstehen. Die Russen räumen alles ab. Ja, hier ist so ein Satellit genau auf meine Taxe geflogen. Jetzt atmen Sie erst mal ganz kurz durch. Atmen Sie jetzt erstmal ganz kurz durch. Können Sie mir noch mal genau sagen, was ist vom Himmel gefallen? Ein Russe? Nee, ein Satellit, haben die gesagt. Ein Satellit ist vom Himmel gefallen. Aha, okay. Und jetzt hauen die ab, die Leute, und ich habe keine Zeugen hier. Vergessen Sie dieses Bild. Sie haben nichts gesehen, wir sind nichts da. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Sie bleiben bitte die da vor Ort stehen. Ja, Sie bleiben hier jetzt. Die Leute hauen ab jetzt. Ja, wir schicken ganz schnell. Ja, ich schicke Ihnen ganz schnell einen Wagen. Bleiben Sie bitte vor Ort, ja? Господин майор, все, мы закончили, можно ехать. Куда я строй? Nichts gesehen. Was hat er denn jetzt gesagt? Gar nicht, die kümmern sich drum. Die haben das Zeug abgeräumt und ich verdamme mich nochmal. Warten Sie, ich mache für Sie noch ein Foto und dann haben wir das, wenn dann irgendwas sein sollte. Ja, nur so weg. Nee, ich hab's jetzt auch nicht. Himmel, Arsch und Zwirn. Also die erklärt mich aber alle verrückt hier. Jetzt das darf doch wohl nicht wahr sein. Hier ist kein Mensch da. Das ist alles ist nicht passiert, ne? Sie haben das abgeräumt und ich habe keine Zeugen und nichts und gar nichts. Wir warten jetzt auf die Polizei. Nee, natürlich. Mit denen haben Sie ja gerade gesprochen. Sie wollen mich wohl hier. Das kann nicht wahr sein. Wollen wir uns mal das Auto angucken gehen? Das hilft mir nicht, wenn wir das Auto angucken. Ja, und wir haben keinen Beweis und nicht gar nichts. Ich bin wohl im falschen Film jetzt hier. Russen, ein Satellit vom Himmel. Ich hab's pfeifen gehört. Jetzt räumen die das Zeug ab und kein Mensch ist hier und keiner hat's gesehen. Und ich sag mal, wollt ihr mich in die Klapsmühle bringen oder was? Während die Taxifahrerin versucht, die letzten Beweise zu sichern, kommt auch schon die Polizei. Meine Polizei natürlich. Heieiei. Ja, da sind sie schon. Es sind schon alle da. Es klärt sich schon jetzt. Schönen guten Tag. Oi. So, bleiben Sie mal ganz kurz bei mir. Beruhigen Sie sich da erstmal. Packt das Teil ein, verschwindet wieder. Ich soll nichts gesehen haben. Also wollt ihr mich alle für verrückt erklären hier, oder wie? Ich weiß schon, Sie sind also die Taxifahrerin. Ja, ich komme. Na, da sind wir ja schon mal ganz in Ruhe. Bleiben Sie entspannt. Ganz entspannt. Und jetzt erzählen Sie mir doch mal ganz in Ruhe, was passiert ist. Ich komme hier mit der Tasche aus der Tür, höre da drinnen ein Pfeifen. Ich komme hier raus, ich denke, ich sehe nicht recht. Da liegt hier so ein Trichter, so rund, vorne Teil. Liegt da genau da drauf. Dann kommt ein schwarzes Auto an, Russen, packen das Zeug ein und hauen wieder ab. Ich soll meine Klappe halten und nichts sagen und nicht fotografieren. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Da ist was vom Himmel gefallen. Ja, da kamen Menschen mit schwarzen Sachen und die haben das weggeräumt und sind dann ganz schnell weggefahren. Russisch gesprochen, haben ein russisches Kennzeichen, da ich von da oben das nicht fotografieren konnte, haben das Ding eingepackt und sind wieder weggefahren. Da habe ich Himmel, Arsch und Zwirn, lassen Sie mich in Ruhe. Ich soll nicht sagen, ich bin geblendet worden und was... Sie sind was, bitte? Ich bin geblendet worden, hat er zu mir gesagt. Ich soll ja nichts sagen. Blitzdingst, oder? Na, was weiß ich, was der zu mir gesagt hat. Bleiben Sie mal ruhig bitte bei mir, nicht, dass Sie mir hier unter Schock noch irgendwie auch noch wegfliegen. Ja, ich rufe mal auf jeden Fall einen Rettungswagen dazu und dann... Rettungswagen, wir müssen nur das klären. Löwe 4703 an Zentrale. Hab verstanden, Einsatzwagen kommt. Ein Satellit? Um das nur noch mal, dass ich das richtig verstanden habe. Das ist ein Satellit, der hier runtergekommen ist. Wer ist denn die? Es waren drei schwarz verkleidete Männer mit Maske. Ich sage doch, dass mir keiner was glaubt. Und hier ist kein Mensch da. Das ist hervorragend. Ja. In das Auto eingeladen, sind abgehauen und ich soll die Klappe halten. Und sagen Sie nicht, ich bin verrückt. Also. Nee.
Also, klingt alles ganz logisch. Wo es grenzwertig ist. Ja, das dachte ich mir. In was für Spielchen bringen Sie mich hier rein? Also, das kann doch nicht wahr sein. Ja, grüß Sie. Hallo. Storch. Ja. Was ist vorgefallen? Gleich. Was haben Sie? Ich weiß, dass mir keiner glaubt, aber ich weiß nicht, warum ich eine Klapse mähle soll. Das kann nicht wahr sein. Bleiben Sie die doch mal Geschichte, einen Moment. Okay. Lassen Sie sich die schildern. Lassen Sie sich die schildern. Und kein, ich habe hier um Hilfe gerufen. Schauen Sie mich bitte an. Natürlich. Wie ist Ihr Name? Moin, Dame. Guten Tag. 1952 geboren. Ich habe von meinem Chef einen Auftrag gekriegt, die Frau hier abzuholen. Ja. Bleiben Sie erstmal ruhig. Sie sind ein bisschen aufgeregt. Ja, mehr ist das nicht. Mir glaubt hier keiner. Das kann nicht wahr sein. Bleiben Sie bitte ruhig. Ich bin ja jetzt da. Klaus ist natürlich nicht nur für diese Taxifahrerin da, auch die zwei anderen Opfer werden von ihm verarztet. Haben Sie was gegen Russen? Nee. Die sind seit 15 Jahren nicht mehr in Deutschland. Husten? Rechtes Bein anheben? Moment, noch mal heben, halten. Ja, gut. Okay. Schießt das Blut wieder ins Hirn? Ich bin der Problem. Okay, wie viele Russen sehen Sie jetzt? Ich weiß, dass es ein bisschen irreal ist und man es nicht glaubt, was gerade passiert ist. Schauen Sie bitte mal. Herzlich willkommen. Oh, jetzt mal herzlich willkommen in der Fernsehsendung. Jetzt geht es um dringende Geschäfte und darum, wie man die erfolgreich verhindert oder zumindest verzögert. Auf Platz 2 der beliebtesten Kurti-Filme, der Toilettenmann. Ein Samstagnachmittag im November. Aus allen Himmelsrichtungen werden Menschen ins Münsterland gekarrt. Und sie haben keine Ahnung, was sie hier heute erwartet. Sie kommen her, um zu trinken, zu essen, um Spaß zu haben. Und keiner rechnet damit, dass wir hier im Vorraum zur Toilette einen Agenten von Verstehen Sie Spaß eingeschleust haben. Mein Name ist Letty, Toy Letty. Und ich habe die Lizenz zum Spülen. Kurti, heute unser Mann vom Schüsseldienst, hat die Schranke der Erleichterung ganz fest im Griff. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ach so, was ist denn das jetzt? Was kostet das? Was möchten Sie hier? Das ist eine blöde Frage. Auf die Toilette gehen. Dann sind Sie hier genau richtig. Herzlich willkommen. Ja, danke. Verfügen Sie über eine Schüssel-Abo-Card? Nein. Sammeln Sie Treuepunkte? Nein. Möchten Sie Mitglied werden und jetzt unsere Abo-Card beantragen? Nein. Um Ihren Aufenthalt in unserer Sanitäreinrichtung so effektiv und angenehm wie möglich zu gestalten, bitte ich Sie zunächst um die Beantwortung einiger Fragen. Nee, ich muss auf Klo. Was haben Sie heute verzehrt? Was haben Sie heute getrunken? Was haben Sie heute gegessen? Kann der liebe Schikrette, sprich nur. Zurzeit können wir nur den Ausgang freigeben. Du musst ja hier den Dreck drücken. Hey, es ist zu spät. Ein bisschen Pflaume. Bitte nicht so unflätig. Oh, hier muss ich was bezahlen wahrscheinlich. Ne? Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Was weiß ich doch nicht. Was möchten Sie hier? Was ist denn das für eine Scheiße? Recycling ist in diesem Haus oberstes Gebot. Was möchten Sie hier deponieren? Ich will hier nichts deponieren. Ich will hier durch. Ich bin mal in Pinkel. Sie möchten also doch etwas deponieren. Ja, ein bisschen Urin. Vielen Dank. Ich nehme an, Sie sind geschäftlich hier. Ja. Ja. Großes oder kleines Geschäft? Großes. Vielen Dank. Wie lange möchten Sie heute unsere Sanitäreinrichtung nutzen? 5 Minuten. Ich brauche länger. Recycling ist in diesem Haus oberstes Gebot. Deshalb wird hier bei der Getränkerückgabe strikt nach Wein, Bier, Saft und Wasser getrennt. Für welches Rückgabebecken möchten Sie sich entscheiden? Was für Becken? Das Rückgabebecken Ihrer Flüssigkeiten. Orangensaft. Orangensaft. Sie möchten also ein Orangensaftbecken. Ja, bitte. Was genau haben Sie getrunken? Bier und viel Gurte.
Sie haben also Alkohol getrunken? Ja, ein bisschen. Das beeinträchtigt Ihre Zielgenauigkeit. Ich muss Sie deshalb bitten, Ihre Flüssigkeiten im Sitzen zu definieren. Wir machen hier gleich in der Ecke, wenn der uns nicht durchlässt jetzt. Einfach nur darüber beantworten, die Fragen. Ja, aber das kann doch nicht sein, dass das eine Dreiviertelstunde dauert. Nur richtig beantworten, dann schaltet ihr sofort um. Oh, Leute! Ja! Haben Sie Sonderwünsche für die Ausstattung Ihrer Toilette? Nein, nur sauber muss sie sein. Das lässt sich einrichten. Ja. Wählen Sie bitte die Art Ihrer Klobrille. Die Art meiner Klobrille, ja. Ich neben Ihnen sind Beispiele an der Wand. Leopard, ach, Stahlblech, ach, Delfin oder Stacheldraht. Ach, das ist ja. Geh die schon. Sie wählen Stahlblech. Stahlblech. Sehr gut, das passt zu Ihnen. In der Zeit habe ich den Buchsnass, bis da die Schier so weg bin. Welche Art von Hygienepapier wünschen Sie? Geblümt, geriffelt oder genoppt? Ich brauche doch nur Pipi, nur ein Scheibchen. Geblümt. Geblümt. Zwei, drei oder fünflagig? Ach, wissen Sie was? Ich mache los. Das ist hier grauenhaft viel. Benötigen Sie Toilettenpapier? Ja, klar. Sehr gut. In welcher Menge? Viererblatt. Viererpack. Viererblatt. Ein Viererpack. Kommt sofort. Ach, nee. So viel brauche ich da ja nicht. Da können Sie wieder. Bitte entnehmen Sie das Toilettenpapier. 10,50 Euro werden von Ihrer Restaurantrechnung abgebucht. Ja, von wegen. Da liegen Sie. Ist das denn möglich? Sie wirken etwas unter Druck. Ist Ihr Bedürfnis dringend? Dringend, ja. Sehr dringend. Leider sind alle Kabinen belegt. Aber auf Fälle wie Ihren sind wir vorbereitet. Ich gebe eine Notfalltoilette aus. Hier. Hier. Was soll ich mir auf den Topf setzen? Wenn es so dringend ist, ja. Nee, das kann ich nicht. Ich hab ja Wehbeine. Da kann ich nicht draufgehen. Nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit Ihrer Toilette. Bitte gehen Sie jetzt durch. Haben Sie vor, die Toilette nach Benutzung zu reinigen? Nein. Nein, dann kann ich Sie leider nicht reinlassen. Ja. Möchten Sie sie reinigen? Ja. Sehr gut. Dann kommt hier Ihr nötiges Werkzeug. Bitte entnehmen Sie die Toilettenbürste. Rechts haben wir ein Demonstrationsobjekt deponiert. Bitte üben Sie die Benutzung der Bürste. Sehr schön. Bitte auch in den Ecken. Bitte auch in den Toilettenecken. Und unter dem Rand. Sehr gut, vielen Dank. Damit haben Sie sich für die Toilettennutzung qualifiziert. Sie dürfen jetzt eintreten. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass zu Ihrer Sicherheit unsere Kabinen videoüberwacht werden. Sind Sie damit einverstanden? Ja, das ist mir egal. Das ist Ihnen egal? Ja. Mit unserer Videoüberwachung sind Sie einverstanden, ja? Ja. Dann zeige ich Ihnen jetzt Ihre Kabine. Diese Kabine ist Ihnen recht? Nein. Warum? Ist nicht schön. Die ist nicht schön? Nein. Sie sind auch noch wählerisch? Ja. Ich denke, Sie müssen so dringend. Muss ich auch. Die Nebenkabine ist leider noch besetzt. Ach, dann nehmen Sie mir die. Machen Sie sofort rein. Na gut, dann lasse ich Sie jetzt rein. Ach, nee, Mann. Liebes bisschen. Was ist da kompliziert hier? Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Haben Sie noch einen klitzekleinen Augenblick Zeit? Ja, bitte. Natürlich werden die Toilettenkabinen nicht videoüberwacht, aber dieser Vorraum. Und zwar vor den Kameras der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß? Herzlich willkommen! Ja, freu ich mich. Herzlich willkommen! Mit Sicherheit. Ich darf das nur lieber meinem Kumpel erzählen. So, tschüss. Wir haben Eckart von Hirschhausen reingelegt. Also Dr. Eckart von Hirschhausen, so viel Zeit muss sein. Und ich glaube, nein, ich weiß,
Wir hatten das richtige Rezept. Er hat eine Überdosis Liebe bekommen. Verabreicht von Isabel Varell. Ich stehe in der Regie bei Tietjen und Hirschhausen und heute ist eine ganz besondere Sendung, weil wir jemanden reinlegen wollen, und zwar den Moderator Eckhard von Hirschhausen. Es gibt zwei Lockvögel, das ist einmal seine Kollegin Bettina Tietjen, die weiß Bescheid, und sein erster Talkgast Isabel Varell ist natürlich auch extra für Verstehen Sie Spaß heute eingeflogen worden. Wir gucken gerade mal, ob sie mich hören kann. Isabel, wenn du mich hören kannst, bitte huste mal. Funktioniert, viel Spaß. Isabel, du hast so viele verschiedene Facetten, so viele Erfahrungen auch im Entertainment-Bereich, was viele vielleicht nicht wissen, ist, du bist auch live auf Tour und interagierst da spontan mit dem Publikum. Ich habe mir sagen lassen, dass man dort auch erfährt, wie das Geheimnis eines Filmkusses zu verstehen ist. Ja, wie das, machst du das? Ja, man stellt sich das ja immer so einfach vor und denkt, da könnten Gefühle aufkommen. Isabel, steh jetzt bitte mal auf und küss Eckhard einfach. Ja, auf die Lefze. Man muss sich schon richtig auf den Mund küssen. Also müssen Gefühle rüberkommen. Wir können das mal machen. Will jemand im Publikum? Ja! Okay, warum ist das auch direkt? Wir wissen nicht. Dann müssen wir aber aufstehen. Muss ich knien? Also man muss schon stehen. Ja. Dann muss man natürlich Haltung bewahren. Wenn man das zu Hause macht und man küsst sich, dann macht man ja die Augen zu, dann sieht der andere einen auch nicht, wie der Bauch raushängt. Oder ist von Anfang an dunkel. Also man muss schon, ja, und dann muss man die Zunge hinten parken, also ohne Zunge. Ach so, ja. Ja, kannst du die Zunge vielleicht schon mal, oder können... Wie ist getan? Und dann sich locker machen und Gefühle locker zeigen und Kopf wie zur Seite. Locker und Gefühle zeigen? Und du verlangst viel von mir. Ja, das muss ich bin ein Mann. Ja, willst du das jetzt machen? Ja, ich will es ja gerne. Echt? Mit Jackett? Ja, war jetzt gerade nur so blöd. Ich habe für einen Moment gedacht, du willst es nicht machen. Doch. Fange ich an? Am besten nicht mehr reden. Aber mit der Du musst die Zunge hinten packen. Ja. Das fällt mir schwer. Moment mal. Was ich noch fragen wollte, hast du Knoblauch gegessen oder so? Das ich habe nur so ein Stück Petersilie noch. Aber wenn wir ohne Zunge Knoblauch bleiben, dann fällt es nicht. Schauspieler auf. Überhaupt nicht, das geht nicht. Nee, Knoblauch war okay. Nicht. Was hättest du denn gern? Leidenschaftlichen Kuss, einen zärtlichen Kuss, einen Kuss vom Sex? Kurz nach dem Sex? Geht das auch? Nein, zärtlich. Okay, zärtlich. Also dann lass uns jetzt nochmal. Ja. Zunge hinten parken, auf zur Seite. Verstanden. Es kommt fremde Leute zu, Isabel. Das war so nicht abgesprochen. Bettina, übernimm du. Isabel, jetzt werd bitte mal ganz kurz sentimental. Sie singen nicht nur, sondern bauen auf der Bühne auch ein recht enges Verhältnis zum Publikum auf. Ich glaube, das haben wir abgehakt, oder? Das können wir. Der Titel Ihrer Konzerte ist Die Qualität des Glücklichseins. Hat es dir auch was bedeutet? Entschuldigung. Es ist ja. Geht's wieder? Okay. Was ist das Geheimnis Ihrer jugendlichen Ausstrahlung? Isabel, bitte mal, reg dich auf über die Frage, genau. Was soll das jetzt heißen, dass ich was hab machen lassen oder was soll das jetzt? Nee, ich wäre... Sehe ich aus, als hätte ich unterspritzt ist, oder... Nee, gar nicht. Oder hängt, was soll ich was machen oder... Nee, gar nicht. Ich bin ganz ernsthaft daran interessiert, weil du hast ja so viele verschiedene Sachen gemacht schon, dass, also nicht machen lassen, sondern selber gemacht. Was habe ich jetzt machen lassen oder gemacht? Ich habe nie etwas machen lassen. Vielleicht haben Sie was machen lassen. Ich habe das bis jetzt nicht nötig gehabt und finde es auch echt heftig. Ich finde es echt verdammt heftig. Weiß nicht, was du dazu sagst, aber ist das hier eure Masche? Ich glaube, er meinte das jetzt nicht so. Also das, er meinte das nicht so? Nein. Also, okay. Ne, das hast du, glaube ich, jetzt... Er ich meinte, das es sollte, glaube ich, eher ein Kompliment sein. Ne? Ja, dann, wie hat alles angefangen? Erzähl mal eine Urlaubsgeschichte, bitte. Geh nicht auf seine Frage ein, ja? Der Anfang war, dass ich
damals Nachwuchswettbewerbe gemacht habe. Und dann sind wir halt immer mit der Familie in die Ostsee gefahren. Das war irgendwie immer ganz total nett. Wir haben dann immer das Auto total vollgepackt. Da konnte man überhaupt nichts mehr, hat da mehr Platz gehabt. Und dann haben wir halt die ganzen Koffer dabei gehabt und haben wir immer bei Dammerberge gestoppt, weil mir immer so schlecht war. Ich konnte nicht beifahren. Ne? Aber mir wurde immer besser, wenn ich dann ausgestiegen und dann wurde mir immer besser, wenn ich dann, ich fand Sweet so toll und habe ich immer auf der Autobahn gesungen so, oh yeah! Wir gucken mal, wie lange es dauert, bis Eckart dazwischen geht. Weil die Antwort ist 5 Minuten. Everybody was soothing and everybody was grooving, yeah, yeah, yeah! And the man in the back said, everyone attack and you're gonna do a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I wanna want you to turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Und dann ging es mir immer besser. Isabel in Höchstform. Kann ich singen, weil das wäre nicht angekommen. Ich habe dann was anderes gesungen. Ich habe dann Mama, he's making eyes at me gesungen. Das hat damals so eine Engländerin gesungen. Und das ging Mama, he's making eyes at me. Mama, he's every night to me. Oh Mama, he's always breaking my heart. He's beside. Come Mama, let love know. He scares me. Mama, he's every night to me. Whoa, Mama, he's crazy. Isabel, ich glaube, die anderen Männer wollen auch mal. Krieg mal Lachanfall. Krieg mal Lachanfall, bitte. Jetzt. Du, ich hab gleich gesagt. Wenn du Isabel Varell einlädst, dann am besten ohne Kameras. Aber. Weißt du was, Eckart? Ich glaube, wir machen einfach mal weiter, oder? Was? Meinst du nicht, wir sollten mal weitermachen? Also, ich meine, den nächsten Gast weitermachen? Nee, den nächsten Gast weitermachen, was mit mir? Nee, ich habe das Gefühl, dass wir haben jetzt schon ganz viel über dich erfahren. Ihr wollt jetzt mit dem nächsten Gast, habe ich das richtig verstanden, mit dem nächsten Gast? Ich glaube ja, wir wollt jetzt einfach sagen, das war's. Ja? Wir sind ja eine Menge Leute. Was wollt ihr jetzt sagen? Ihr wollt sagen, das war's mit mir. Es ist alles vorbei, ja? Nee, reicht's, nee, ja? Nee, du bleibst das ja soll hier. Es jetzt gewesen sein. Also mit mir ist jetzt Thema durch. Nee, nee, ich du bleibst ja hier. Nasen die Sendung geht ja weiter, aber ich ja, finde... Ja, und wie viele Minuten habt ihr denn mit mir jetzt geredet? Wie viele Minuten waren jetzt mit mir? Das war ganz was ist viel. Denn, wir haben noch gar nicht richtig über Cinderella gesprochen. Also ich finde, wir sagen jetzt einfach mal vielen Dank, Isabel Varell. Mir reicht's. Ich finde das echt eine absolute Schweinerei. Ich hatte eine lange Reise. Und ich seid ihr alle gecastet oder warum macht ihr das mit? Isabel Varell kommt gleich wieder oder auch nicht. Tanja geht gerade raus. Damit das hier nicht aus dem Ruder läuft, ich gehe mal gerade drüben gucken und falls Eckart dann Hilfe braucht, bin ich ja da. Männer, vielen Dank, bis gleich. Ich habe aber nichts Böses getan. Hast du mal eine Affäre mit ihr? Vielleicht nee, noch nicht mal. Dann hätte ich ja... Eckart. Ich kann einfach den Sessel weg. Ich verstehe nicht, ob sie den Absprung aus ihrer Rolle nicht hat. Das geht doch gar nicht. Ich glaube, das trinkt, aber kann ich ja nicht sagen. Warum nicht? Aber ich habe schon irgendwie... Ich will einfach... Nein, wir machen nicht einfach weiter. So, Quatsch. Ich will abbrechen. Isabel, werde ich gerade ist nicht mehr in der Lage, weiter das Gespräch mit dir zu führen. Wir nehmen den Stuhl raus und wir machen einfach den anderen. Ich hab's gewusst. Irgendwann kriege ich dich, Eckart. Irgendwann gehst du uns auf den Leim. Herzlich willkommen in einer Sonderaufgabe von Verstehen Sie Spaß? Im November. Isabel, du warst großartig. Wenn wir Männer aus einer Frittenbude rauskommen und immer noch Hunger haben, dann stimmt was nicht. Schließlich ist das ja ein Imbiss und kein Imbisschen. Obwohl in unserem nächsten Film irgendwie doch. Gehst du in die Stadt, was macht dich da satt? Ne Currywurst. Hier gibt's Currywurst. Klassisch, fettig, lecker und garantiert nicht unter 1000 Kalorien.
Aber heute steht Gaston Ratatouille an der Fritteuse. Und der macht aus jedem Imbiss ein Überraschungsmenü. Bonjour. Hallo. Mein Name ist Gaston und ich werde heute für Sie kochen. Ein wunderschön. Gerne. Wo ist der Sigi heute? Ich habe gekauft gestern diese Imbiss von Sigi und heute koche ich für Sie speziell für hungrige Mann von der Straße. Für die Gaumen. Ja. Wir haben eigentlich ein bisschen Wein. Nee, Wein nicht. Wein muss ich LKW fahren weiter. Nee, nehme ich eine Bockwurst. Ganz einfache Bockwurst. Dann eine Riesen-Currywurst. Riesen-Currywurst. Mit Pommes. Mit Pommes. Ketchup, Mayo. Alles gut. Guter Mann. 85 haben wir und 85. Und Ketchup, Mayo ist heute umsonst. Super. Dankeschön. Machst du 6, ja? Merci. Weil du so netter bist. Dann machen wir 6. Nehmen Sie Platz, wir rufen Sie. Moi, je joue. Moi, je joue, je contre joue. Je veux jouer, je contre vous, mais vous le voulez-vous? Voilà, Sie können kommen. Ja, Besteck wie gehabt. Alles gut. Und speziell für Sie eine Riesen-Currywurst mit Pommes-Limette. Das ist aber keine Riesen-Currywurst. Das ist die größte, die wir haben. Das ist, wenn wir diese Teile zusammensetzen, ist sie so lang. Bitte schön. Mehr gibt es nicht. Was willst du mir jetzt veräppeln? Gestern war Imbiss und heute ist Restaurant. Das ist jetzt euer Ernst? Bon Appetit. Wir machen weiter. Probieren Sie. Wir sind große Freunde. Wenn Sie kommen, probieren. Guten Appetit. Also mit? Riesen-Currywurst mit Pommes. Was? Riesen-Currywurst mit Pommes. Schmeckt wenigstens. Naja, aber hübsch sieht's aus. Das stimmt, ja. So, bitte schön, voilà. Hier ist Ihr Escalope de Veau. In Deutschland sagt man Wiener-Krabbschnitzel. Ach, das alles? Warte. Ja. Wobei, was soll ich das werden? Ich denke schon, es ist ja gut. Ja, da steht ein Schnitzel. Aber kleine Portionen sind jetzt auch modern. Ja, aber für Kraftfahrer so viel? Ach, ich denke, wenn ich Sie so sehe, ist gut, wenn Sie mal ein bisschen weniger essen. Bon Appetit! Kann ich mit rein hier, oder? Oh ja. Was hast du denn bestellt? Schnitzel mit Brot. Ja, wo ist das Schnitzel? Nicht so groß wie das hier. Aber du hast jetzt nicht den vollen Preis bezahlt, oder? Wie? Ja. Na, 6 Euro. Wie für ein richtiges Schnitzel? Mhm. Für so ein Fitzelchen? Voilà, hier ist Schnitzel. Clement, ich muss das mal so fragen, wollt ihr uns verscheißern oder wie ist das? Das ist doch keine Portion hier. Was ist das? Essen von der Ameise, würde ich sagen. No, das ist eine Schürze mit Pommes frites. Das ist ja für einen Säugling was. Für ein kleines Kind oder sowas. Ein halb erwachsenes Kind oder was. Aber das ist gesund. Sie sitzt den ganzen Tag im Auto. Der Preis ist aber nicht gesund dann. Wo ist der Rest der Bockwurst? Her damit. Haben Sie noch mehr Hunger? Den Rest der Bockwurst, wenn Sie haben. Aber wir möchten Sie noch eine Bockwurst haben? Eine spezielle neue Gericht? Nee. Das war ein bisschen sehr wenig Bockwurst. Ah, Sie haben noch viel übrig auf die Teller. Sie was müssen denn? Alles putzen weg. Ja, auch. Haben Sie denn nicht geschmeckt? Nein, war zu klein. Ja, geschmeckt und klein. Ich ziehe zwei Paar Schuhe. Naja, geschmeckt, es geht, ja. Da kommt ja eine zum Kosten. Weil so ein bisschen ist man, muss ja was kosten, kann man ja nicht schmecken. Bleiben Sie einen Moment, ich möchte das wieder gut machen. Ja? Sind Sie soweit? Ja. Bitte, gerne. Ah, nee. Herzlich willkommen bei der Sendung. Da stehen Sie Spaß. Exakt. Das gibt's ja nicht. Doch, das gibt es. Und jetzt sogar mit vollem Magen. Hessischer Mr. Glöckler, please come to the information desk. Egal, ob man Harald Glöckler ist oder Lieschen Müller, wenn man sich irgendwo auf der Welt in Sicherheit wiegen kann,
dann an einem deutschen Flughafen, denn da ist alles bestens geregelt. Aber in zwei Fällen kann es ganz anders kommen, als man denkt. Erstens, wenn man aus Versehen die falsche Tür erwischt und statt auf die Herrentoilette auf die Startbahn geht. Und zweitens, wenn man ohne es zu wissen vor meine versteckte Kamera tritt. Und das ist nicht Lieschen Müller passiert, sondern Harald Glöckler. Den haben wir ganz kurz vor der Show erwischt am Airport von Friedrichshafen. Im Privatflieger will Harald Glöckler mit seinem Manager nach Friedrichshafen. Aber dann bekommt der Pilot keine Landegenehmigung. Das habe ich natürlich arrangiert. Die Maschine musste durchstarten und wurde auf die andere Seite des Bodensees zu einem kleinen Flughafen nach Altenrhein umgeleitet. Und das war zufälligerweise in der Schweiz. Genau 10 Minuten waren sie da. Gerade genug Zeit, dass Herr Glöckler ein bisschen Flüssigkeit in der Schweiz zurücklassen konnte. Und genau das wurde ihm zum Verhängnis. Dann kam aus Friedrichshafen doch noch eine Landeerlaubnis und die beiden flogen zurück. Auf deutschem Boden wird Herr Glöckler dann erstmals zur Zollkontrolle gebracht. Er hat ja die EU verlassen. Hallo. Sie können das bitte abstellen, das Gepäck, und gleich zurück zum Flieger gehen. Danke, ist Ihr. Ach, das ist ja. Herr Glöckler, ja. Und wenn meine Frau jetzt da wäre, die würde sagen, das ist toll, weil sie sieht immer ihre Sendung und sagt immer, das ist ein echter Paradiesvogel. Mhm. Und Sie machen doch diese so Musiksendung, wo Sie immer in der Jury... Letztens hatte ich gemacht, ja. Und jetzt ja, kriegt sie, verstehen Sie Spaß, ja. Und da sagt sie immer, Sie wären irgendwie wie Mooshammer, sagt sie immer so. Ja, findet ja. Sie, also, wo kommen Sie jetzt bitte her? Wir kommen aus Berlin und konnten hier nicht landen, weil die Landebahn... Irgendwie eine Cessna, die Landebahn hier, oder die Startbahn und Landebahn, ja, blockiert. Deshalb mussten wir in, wie heißt das, Altenried? Altenrhein. Altenrhein. Sie waren in der Schweiz. Landen und aber gleich wieder starten und wieder hierher. Haben Sie was zu verzollen jetzt? Nee, habe ich nicht, nee. Und warum sind Sie jetzt in die Schweiz geflogen? Ich habe hier jetzt keinerlei Begründung. Ich versuche Ihnen gerade zu erklären, weil wir wollten schon landen hier in Friedrichshafen. Ja. Und dann ist die Maschine wieder hoch, weil eine Cessna die Landebahn blockiert hat. Jetzt ist noch mal eine Frage. Haben Sie Bargeld über 10.000 Euro dabei? Nein, habe ich nicht. Der Schmuck ist das? Ist mein Schmuck. Ist ein echter Schmuck? Nein, das ist kein echter Schmuck. Also was heißt echter Schmuck? Ein Silberschmuck, ja. 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 Haben Sie Belege jetzt für den Schmuck? Nee, habe ich nicht. Gar nicht. Nee. Das Problem ist, dass Sie jetzt im Prinzip aus dem Ausland nach Deutschland eingereist sind, aber ja, dort nicht... eingereist und nicht richtig ausgereist. Das ist jetzt ein Problem. Und zwar, Sie sind im Prinzip jetzt hier in so einer Art Niemandsland. Also ich muss jetzt irgendwie schauen... Na, was mache ich jetzt, setze mich hier hin halt. Bitte? Dann setze ich mich hier hin und bleib sitzen. Nein, Sie verstehen ja auch meine Situation. Ich kann eigentlich nur... Ja, verstehe ich. Nur Sie verstehen auch meine. Ich bin nicht der Kapitän. Ich bin ein Fahrgast und er landet dort. Sie sagt, ja, er kann hier nicht landen. Er muss ja dort landen. Dann startet er, sagt, er kann hier, ja, wir können jetzt hier landen. Ja. Und jetzt bin ich hier angekommen. Und okay, was jetzt und zu machen ist, müssen Sie wissen. Ich kann dazu nichts sagen. Sind Sie in der Schweiz ausgestiegen? Nein. Gar nicht. Wir Nein. sind gelandet? Wir sind gelandet und gleich wieder hierher. Ich bitte Sie einfach, ich gebe Ihnen noch mal den Pass, bitte schön. Ja. Und gehen Sie einfach mal rechts zum Schweizer Kollegen. Ja. Urs, Einreise! Ja, danke. Ja. Grüezi. So, inwiefern Sie im Bilde sind. Herr Glöckler. Ja. Ja. Herr Glöckler, woher kommen Sie? Ich komme aus Berlin. Ja. Also Sie von... Ja, versuche ich gerade zu erklären. Wie Ihr Kollege sagt, wir kommen aus Berlin, wollten hier landen. Und dann, wir waren bereits im Anflug. Und dann sagt der Kapitän, da kann ich landen, die Landebahn sei blockiert. In einer Cessna, weil sie auch immer, startete wieder durch, landete drüben in Altenried und... Altenried kenne ich nicht. Altenrhein. Altenrhein, der Flughafen in ja der Schweiz. Oder? Und flog, sagt, er kann jetzt doch wieder landen, doch hier wieder landen, flog dort wieder weg und hierher und landete die. Und jetzt stehe ich da. Aha. Das heißt, Sie sind also aus der Schweiz eingereist, oder? Ihr Kollege sagt, da ich nicht dort... Da ich nicht in die Schweiz eingereist sei, sei ich auch, kann ich auch nicht ja, aus der Schweiz... Ja, aber wenn Sie dort gelandet sind, dann sind Sie ja in die Schweiz eingereist. Ja, sagt Ihr Kollege schickte mich jetzt zu Ihnen, um einzureisen. Ja, aha, gut.
Ja, aber was wollten Sie denn in der Schweiz? Ich wollte gar nicht in die Schweiz. Also, ich gehe gerne in die Schweiz, aber heute nicht in die Schweiz. Wir wollten hier landen. Jetzt muss ich Sie fragen, Herr Glöckler. Waren Sie geschäftlich in der Schweiz, oder? Nein, ich wollte gar nicht in die Schweiz. Ich bin hier auf dem Weg zu Verstehen Sie Spaß in Friedrichshafen. Ah, das. Verstehen Sie Spaß? Ja, von Paola und Kurt Felix, ja, eben, oder? Eben. Ja, genau, ja, ja. Ah, schön. Waren Sie beim Zoll in der Schweiz? Nein. Sie waren auf der Toilette. Moment, also Sie waren auf der Toilette in der Schweiz. Da sind Sie ausgestiegen, oder? Das waren Sie in der Schweiz. Dann sind Sie in der Schweiz, haben Sie. Der Kollege sagt, ich bin nicht in der Schweiz. Ja, aber da hätten Sie, wenn Sie ausgestiegen sind in der Schweiz, hätten Sie direkt zum Zoll gehen müssen. Sie müssen sich anmelden, das ist ein korrektes Land, oder? Da muss man sich anmelden, wenn man reinkommt. Das ist in jedem Land so. Man kommt rein, meldet sich an und wenn man wieder rausgeht, bevor man rausgeht, meldet man sich ab, oder? Das ist immer so. Ich gehe immer durch den Zoll, nur ich wollte ja nicht einreisen. Ja, aber Sie waren faktisch auf dem Boden in der Schweiz, oder? Ja, das war ich, ja. Und wenn Sie in der Schweiz Pipi machen müssen, müssen Sie einreisen. Also ja, das ist ja wirklich, das oder? Leid, das ist überall das Krieg, ja, oder? Ja. Also, der, ja. Ja. Jetzt bleiben wir hier. Also, oder? Nein, warten Sie, Moment, Moment. Ich drücke jetzt ein Auge zu. Gut, dann lasse ich Sie jetzt einfach mal einreisen in die Schweiz, oder? Sie sind jetzt in der Schweiz, oder? Ich bin gerne in der Schweiz. Aber jetzt wollen Sie ja nach Friedrichshafen, oder? Mhm. Also müssen Sie jetzt wieder rausreisen. Jetzt muss ich wieder rausreisen. So, also, und dann muss ich Sie fragen, führen Sie Waren aus der Schweiz wieder heraus? Nein. Nein. Dann drücke ich jetzt ein Auge zu und damit sind Sie aus der Schweiz ausgereist, Herr Glöckner. Und dann würde ich Sie jetzt fritten rüber zum Kollegen, um wieder einzureisen nach Deutschland. Okay. Ich danke Ihnen. Wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön. Hallo, Tag. Hallo. Tut mir leid, die Unannehmlichkeit. Alles okay. Ich will jetzt noch mal, muss ich leider wieder fragen, ja. Woher kommen Sie jetzt? Ja, nachdem ich jetzt gerade bei Ihrem Kollegen ausgereist bin, komme ich ja jetzt aus der Schweiz. Also Sie kommen aus der Schweiz, ja, und reisen jetzt bei uns ein? Ja. Gut. Haben Sie was zu verzollen? Nein, habe ich nicht. Gar nichts. Kleinen Moment, dann können Sie auch gleich. Luckzoll, Friedrichshafen. Hallo, ja. Das ist ganz, ganz komisch. Zwar, ich hatte ja Schichtwechsel um 6 und hier soll vor einer halben Stunde in etwa, also vor Ihnen, dass ein Herr Glöckler hier schon eingereist ist. Ja, also das war ich nicht. Das muss ein Doppelgänger gewesen sein. Bitte? Die gerne sich als Herr Glöckler ausgeben. So, das. Hallo, Tag. Jetzt, Sie sind der echte, Verzeihung, Sie sind der echte Herr Glöckler und ja, der hinter Ihnen stehende Mann. Dann gehe ich heute Abend zu Herrn Kanz auf die Couch. Oder wenn er der echte ist, setzt er sich auf die Couch. So einfach ist es. Genau so ist es für die Sendung heute Abend. Genau. Ja. Herr Kanz, was machen Sie denn hier? Die Halle ist da drüben. Unglaublich, wer ist denn jetzt der Richtige? Hier. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Hallo, also, Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Da müssen wir kurz in die Kamera reinlegen. Ja. Parken ist in Deutschland oft eine ganz schön teure Angelegenheit. In Stuttgart kostet die Stunde 2,90, in Berlin 3 Euro und in Köln kann es sogar den Verstand kosten. Denn da stand unser Kurti an der Parkschranke. Sie haben abgestimmt. Und für Sie war und ist das der beste, der lustigste Kurti-Film aller Zeiten. Auf Platz 1 Kurti als Parkplatzwächter. Köln Chorweiler. Hier gibt es Hochhäuser und Hochhäuser und auch ein Parkhaus. In dem ist heute nur eines gefragt: Geduld. Ich hasse nichts mehr, als mich zu verspäten. Die Sonne brennt und hier wacht heute unser Kurti. Guten Tag, willkommen bei Parki. Sein Job, den Parkplatzsuchern den letzten Nerv zu rauben. Ich finde keinen Parkplatz, ich komm zu spät zu dir, mein Schatz. Trink mein Kaffee und Kuchen, oh, Eco-Führung. Danke, James. Willkommen bei Parki, dem automatischen Parkhaussystem. Was möchten Sie hier? Bitte antworten Sie laut und deutlich.
Einkaufen. Einkaufen. Dies ist ein Parkhaus. Hier gibt es nichts einzukaufen. Was möchten Sie hier? Parken. Vielen Dank. Wen oder was möchten Sie parken? Mein Auto. Soll die Dame auf dem Beifahrersitz auch mitgeparkt werden? Ja. Ist die Dame Ihre Gattin? Nein. Weiß Ihre Gattin, dass Sie sich mit fremden Frauen in Parkhäusern vergnügen? Wo fahren Sie hin? Ich dachte, Sie möchten parken. Guten Tag. Willkommen bei Parki, dem automatischen Parkhaussystem. Was möchten Sie hier? Ich kann Sie leider nicht verstehen. Was möchten Sie hier? Oh, ich will hier parken. Parken. Vielen Dank. Wen oder was möchten Sie parken? Ein Auto. Auto. Vielen Dank. Soll die Dame auf dem Beifahrersitz auch mitgeparkt werden? Nee, die nehme ich mit. Ist die Dame Ihre Gattin? Ja. Können Sie das beweisen? Vielen Dank. Wer war dann die Frau, mit der Sie gestern hier geparkt haben? Sie verweigern die Antwort. Ich frage etwas anderes. Wie lang ist Ihr Fahrzeug? Weiß ich nicht. Wie breit ist Ihr Fahrzeug? Weiß ich auch nicht. Kennen Sie wenigstens die Farbe Ihres Fahrzeugs? Ja, Silber. Na, immerhin. Wie viel breiter als Ihr Fahrzeug soll die Parklücke sein? Also die ist für mich normal, die Parklücke. Sie sind eine Frau. Sind Sie sicher, dass diese Breite ausreicht? Ja. Vielen Dank. Bitte. Möchten Sie erster oder zweiter Klasse parken? Erster Klasse. Die Parkplätze erster Klasse verfügen über TV, Toilette auf der Etage und eine spezielle Diebstahlsicherung. Diese Etage ist für Parker mit Wohnsitz in Polen oder Köln-Chorweiler gesperrt. Möchten Sie einen Raucher- oder Nichtraucher-Parkplatz? Ich möchte einen Nichtraucher. Vielen Dank. Welche Nummer soll Ihr Parkplatz haben? Bitte nennen Sie eine dreistellige Zahl. 123. Oh, dieser Parkplatz ist leider besetzt. Bitte wählen Sie erneut. 124. 124. Oh, dieser Parkplatz ist leider besetzt. Ich finde keinen Parkplatz, ich kann zu spät zu dir. Bitte wählen Sie erneut. Ja, jetzt fahre ich zurück und dann bin ich... Ich weise Ihnen Parkplatz 632 zu. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Prima. Es folgt die Wegbeschreibung zu Parkplatz 632. Bitte passen Sie auf. Fahren Sie nach der Schranke geradeaus durch, zweimal links geradeaus durch, rechts die Rampe hoch, dann sofort links, zweimal rechts, nach 17 Metern links die Rampe hoch, dann 16 Meter geradeaus, rechts am Feuermelder vorbei und nach 27 Metern haben Sie Ihr Ziel erreicht. Haben Sie diese Wegbeschreibung verstanden? Ja. Dann wiederholen Sie bitte. Bitte wiederholen Sie. Geradeaus, zweimal links und dann geradeaus. Wunderbar. Dann sofort links, zweimal rechts, nach 17 Metern links die Rampe hoch, dann 16 Meter geradeaus, rechts am Feuermelder vorbei und nach 27 Metern haben Sie Ihr Ziel erreicht. Haben Sie das verstanden? Danke. Wiederholen Sie bitte. Das geht nicht so. Hör mal, kapierst du nicht? Der macht die Schranke nicht auf. Fahr zurück, fahr mal da. Dann drück mal mit dem Länger drauf. Bin doch die ganze Zeit, hör mal, bist du bekloppt halten? Ich bin doch die ganze Zeit gemacht. Sie sind ein unhöflicher Parker. Ja, solche Gäste möchten wir in unserem Parkhaus nicht haben. Ich finde keinen Parkplatz, ich komme zu spät zur Gemeinschaft. Fahren Sie zurück, der labert dir voll die Scheiße. Bitte werden Sie nicht ausfallen. Mach ich doch. Drücken kann ich noch gerade. Wie lange möchten Sie den Parkplatz nutzen? Fahren Sie besser zu dem anderen Ding. Das können Sie knicken. Wir stehen ja noch 2 Stunden. Sie möchten den Parkplatz 2 Stunden lang nutzen. Wo soll ich denn hin? Können Sie mir das mal sagen? Denn der macht die Schranke nicht auf. Fahren Sie einfach rückwärts und fahren Sie an den anderen Schalter. Das würde ich gerne auch tun. Ja, aber wenn man draufdrückt, dann müsste die Schranke hochgehen. Ja, länger. Ich mach doch die ganze Zeit nichts anderes. Das Ding hier ist zu. Der labert Kacke. Ich kann Sie leider nicht verstehen. Ja, ach, du siehst ja auch kacke aus. Bitte werden Sie nicht beleidigend. Ach, Schatzelei. Darf ich jetzt bitte parken, bitte? Wie lange möchten Sie parken?
Bitte geben Sie die exakte Parkzeit in Stunden und Minuten an. Eine Stunde, 0 Minuten. Eine Stunde, 0 Minuten. Bitte beachten Sie, eine Minute nach Ablauf der geplanten Parkzeit wird Ihr Fahrzeug kostenpflichtig aus dem Parkhaus entfernt. Okay. Haben Sie das verstanden? Das habe ich verstanden. Ich bestätige den Ablauf Ihrer Parkzeit für Samstag, 20.15 Uhr, mit Beginn der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß mit Frank Elstner. Super gut. Herzlich willkommen. Bitte freuen Sie sich jetzt. Nein, das ist nicht das Arbeitszimmer von Franzi von Almsick. Und wir sind auch nicht bei der Deutschen Welle, sondern natürlich immer noch bei Das Beste aus Verstehen Sie Spaß. In einem meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres spielt Wasser eine wichtige Rolle. Ich habe unserer Zuschauerin Tanja nämlich dabei geholfen, sich an ihrem Mann zu rächen, indem ich mit ihm nicht Schiffe versenken gespielt habe, sondern Auto versenken. Hallo. Hi, grüß dich. Du hast mir ja geschrieben, man kann fast sagen, du hast uns angefleht. Wir müssen unbedingt mal deinen Freund rankriegen. Was macht der denn alles so? Ja, der verarscht uns alle. Und wenn es einer verdient hat, dann Heino. Ja, Heino hat's verdient, das halten wir jetzt hier mal fest. Aber wie können wir den denn rankriegen? Wo ist sein Wunderpunkt? Ja, mit seinem Baby. Also mit dir? Nein, nicht mit mir. Hier mit seinem Lieblingsauto. Ach, das ist sein Baby? Ja. Ja, was meinst du, was wir mit seinem Baby machen können? Alles. Lackiert es um, sprengt es in die Luft, alles könnt ihr machen. Klingt alles drei gut, ich weiß nicht, was Heino dazu sagen wird, aber ich habe eine Idee. Wart ihr schon mal auf der Insel Borkum? Nein, aber da wollten wir immer schon mal hin. So, deswegen habe ich mir was ausgedacht. Es gibt hier einen Wellnessgutschein. Schönes Wochenende auf der Insel Borkum. Wäre das was? Echt? Wirklich jetzt? Ja. Tanja hat Heino was von Glück bei einem Preisausschreiben erzählt und auf ging es Richtung Norden. Mit Heinos Baby zur Autofähre nach Borkum. Was Heino nicht ahnen konnte, die ganze Fähre war mit unseren Lockvögeln bestückt. Auf dem Autodeck wird sein Baby geparkt und er geht mit Tanja nach oben in die Cafeteria. Verehrte Fahrgäste, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie im Namen der Reederei hier auf unserer Fähre Groninger Land, auf unserer Fahrt von Eemshaven nach Borkum. Und ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Überfahrt und zusätzlich auch einen wunderschönen Tag. Ihr Kapitän Beckmann. Während oben Heino die Überfahrt sichtlich genießt, lassen wir unten sein Auto verschwinden. Nach 10 Minuten ist alles präpariert. Jetzt muss nur noch Heino wieder nach unten kommen. Dafür sorgt Tanja, die so tut, als würde sie die Seereise nicht so gut vertragen. Er muss deshalb die Reisekaugummis aus dem Auto holen. Auf geht's, Heino, Richtung Autodeck. Hey, wo ist denn mein Auto? Keine Ahnung, wo Ihr Auto ist. Was kann ich? Schicke mein Auto! Ich hab's Auto hier nicht da, da sind wir rein sofort und dann da oben. Hier ist mein Autoschlüssel, womit bin ich denn hingekommen? Keine Ahnung, wo Ihr Auto ist. Ja, bist du doof oder was? Hallo? Ich weiß es nicht, woher soll ich es wissen? Ich war nicht da, ich bin hier für die Weltkrieg. Bist du hier für zuständig oder wer? Weiter. Mein Auto kann doch nicht weg sein! Doch nicht dafür. Ich weiß doch nicht, wo Sie es geparkt haben. Haben Sie die Handbremse angezogen? Ja, meinst du, ich bin doof oder was? Natürlich! Ja, weiß ich ja nicht. Wieso? Ich fahre doch hier drauf, die Handbremse an beim Gang fahren. Hier steht doch keins. Ja, aber wer ist denn hier für zuständig? Muss doch mal hinkommen. Der Kapitän. Ja, dann holen wir. Aber ich hole ihn. Hey, wo war mein Auto weg ist hier? Müller, der Kapitän. Beckmann, bitte. Bitte schön, der Herr. Wie war's jetzt? Nein, okay. Auto ist weg. Von meinem Schiff verschwinden keine Autos. Sind Sie sicher, dass Sie raufgefahren sind? Was ist das? Ein Autoschlüssel oder ein Zimmerschlüssel? Das ist ein Autoschlüssel. Hier bin ich hingefahren. Ja, also für mich ist das die einzige Variante, die hier das geht, dass das Fahrzeug nicht gesichert war.
Eine andere Möglichkeit sehe ich hier nicht. Ich habe das Auto hingestellt, Handbremse angezogen. Ich bin euch verblödet, oder was? Gut. Ich check das mal. Sie warten kurz hier, ich bin gleich wieder da. Heino ist auf 180. Ich kann doch nichts dafür, ja, wenn Sie nicht aufpassen können. Du darfst es doch nicht überspannen, oder? So? Weil ich bin ja sowieso schon der Blöde hier, wenn du ein Auto weg. Ich kann doch nichts dafür, wenn Sie... Ja, dann reg doch nicht so scheiße. Wie sprechen Sie mit mir? Ja, weil es mir gerade nicht anders ist. Ich habe gar nichts zu machen. Doch, wenn Sie zu doof sind, die Handbremse anzuziehen, kann ich gar nichts dafür. Ey, gleich ab durch hier. Dann gehst du über Bord. So. Ich bin jetzt auf der Brücke hier. Ich bin natürlich nicht der richtige Captain. Die richtigen Jungs sitzen hier drüben. Aber egal, jetzt sind wir schön ernsthaft. Verehrte Fahrgäste, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Kapitän Beckmann. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir unsere Fahrt Richtung Borkum leider kurz unterbrechen müssen. Wir sind von der Küstenwache darüber informiert worden, dass sich verloren gegangenes Ladegut auf der Strecke befindet. Und von daher wenden wir jetzt das Schiff und nehmen direkten Kontakt mit der Küstenwache auf. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich hole jetzt den Chef. Na, hol mal. Da ist er. Sie haben echt schon gesagt, dass wir gedreht haben. Die Küstenwache hat Ladegut festgestellt. Ladegut ist immer eine allgemeine Bezeichnung, was alles sein kann. Sollte es Ladegut von unserem Schiff sein, dann kann es durchaus Ihr Auto sein. Das heißt, kann nur ein Witz sein, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, das gibt's nicht. Das hoffe ich auch, dass das nicht wahr ist. Weil sollte das Ihr Fahrzeug sein, ist das eine sehr qualme Angelegenheit. Ja, die Frage ist zu wem dann. Ja. Aber Sie sind ja sicherlich versichert, oder? Ja, bin ich. Ja. Hoffentlich ihr auch. Ja, ja. So, kommen Sie da vorne, ist das Boot. So. Da ist das Boot von der Küstenwache. Sehen Sie da vorne. Oh. Oh, oh, ja, was stimmt denn da? Wenn das mal nicht dein Baby ist, Heino. Sehen Sie, was dahinter ist? Sieht gut aus. Ja. Ist das kein Autodach, oder? Ist das Ihr Auto? Kann doch nicht sein. Ist das Ihr Auto? Können Sie das erkennen? Ja, sicher, da oben steht ein TV dran. Schön. Toll, da haben wir es ja gefunden, oder? Gut gemacht. Brücke an Kapitän, Brücke an Kapitän. So, jetzt geht er ganz runter. Weg ist das Dach. Na, die Fahne guckt noch raus. Nur ist er auch weg. Du Scheiße! So ein Dreck hier. Richtiger Dreck ist das. Das ist nicht normal. Ich glaube, Sie brauchen ein neues. Aber das können Sie nicht mehr benutzen. Wollen wir mal schauen nach dem neuen Auto? Wie wir nach dem neuen Auto schauen. Kommen Sie mal mit. Aber da mal auf, bitte. Was soll das jetzt hier? Wer das ein Auto für Sie? Das war das Beste aus Verstehen Sie Spaß. Wir sehen uns wieder am 21. September hier im Ersten, dann live aus Trier. Genießen Sie den Sommer und denken Sie dran, ich hab Sie im Auge. Tschüss.